Wir schreiben das 31. Jahrhundert und die Menschheit befindet sich wieder einmal im Kriegszustand. Die Kriegsschauplätze der Zukunft werden von riesigen Roboterkriegsmaschinen beherrscht, die als Battlemechs bekannt sind. Diese furchteinflößenden Waffen werden von Männern und Frauen gesteuert, die eine Elite der Besten sind und wissen, dass jeder Kampf ihr letzter sein könnte. Dies sind die Mech-Krieger. Nähert sich! Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute eine Runde MechWarrior 5. Dun, dun, dun. Mit dem Intro von MechWarrior 3. Weil es einfach besser ist als das Intro von MechWarrior 5. aber ich bin nicht alleine, deswegen sprach ich von mir in der Mehrzahl. Nicht dem königlichen Wir, sondern das Wir besteht heute aus... dem Qui-Gon. Sind wir schon live? Ja. Das ist dann wohl ich. Wir machen das seit über 3 Jahren. Und du bringst immer wieder denselben Witz. Ah, und dem Silent Jake. So, und wir spielen MechWarrior 5. Ich habe meinen Ja, natürlich habe ich meinen Einladungscode ausgeblendet. Disclaimer vorweg, ich habe einen Key für Heroes of the Inner Sphere bekommen. An dieser Stelle danke an die Devs. Wir spielen trotzdem erstmal das Standardspiel, weil Kampagne und so. Wir haben da nämlich Bock drauf. Wir schauen aber auch in Heroes of the Inner Sphere rein. Heroes of the Inner Sphere ist quasi dasselbe in grün, nur ohne Story. Wenn man einfach nur... Sachen zu Klump schießen möchte oder für Haus Steiner kämpfen möchte, dann kann man das in Heroes of the Inner Sphere tun. Wir wollten für Haus Steiner kämpfen, aber wir haben uns geeinigt, dass wir doch erstmal die Kampagne durchspielen wollen. Weil wir es können. Nein, eigentlich ist es auf Qui-Gons Mist gewachsen. Ich bin unschuld. Ja, du wurdest nicht gefragt, Jake. So. Ja, doch, aber deine Antwort hat keiner gehört. Das kommt noch dazu. Und Dima, vielen herzlichen Dank für dein Abo. Dankeschön. Und hallo Ronne. Wir könnten Silent Jake nicht hören. Ja. Laden. Und zwar Koop freigeschaltet. Dun, dun, dun. Das ist ein bisschen dumm in MechWarrior 5. Weil man kann nicht von Anfang an Koop spielen, sondern man muss irgendwie erst Multiplayer freischalten, aus irgendwelchen Gründen. Kann ich dich... Ach da, Invite to Lobby. Kann ich den Qui-Gon Invite to Lobby? Ja, kann ich auch. Und deswegen kriegt man den Anfang von der Story Multiplayer nicht mit. Deswegen reiße ich sie kurz zusammen, weil sie mehr oder weniger im Intro vorkommt. Dein Papa hat eine Söldnerschmiede und eure Söldnerkompanie wird überfallen und dein Papa wird getötet und du möchtest blutige Rache. Das ist die Story. Ich weiß, das passt gerade voll nicht rein, aber ich muss dich was fragen, Tracker. Ich bin schon verheiratet, Ronne, es tut mir fürchterlich leid. Aber du darfst die Frage trotzdem stellen. Ich höre sie so gerne. Ronne will ein Kind von dir. Draußen stehen 3, nimm dir eins weg. wir sollen Beliebtheitslevel 4 erreichen. Hey Kleiner, ich habe gehört, dass dein Alter den Löffel abgegeben hat. Oh, passend. Zusammenfassung der Story. Pech gehabt. Er war einer der Guten. Rihanna hat sich gemeldet und gesagt, dass du für den alten Nikolai übernehmen würdest. Das ist gut so, ich wünsche dir viel Glück. Jedenfalls wollte ich mit dir plaudern, Kleiner. Der alte Nick wusste genauer als die meisten, dass die innere Sphäre ein harter Ort für uns mit den kleineren Mechs sein kann. Ja, warum fange ich mit kleineren Mechs an? Und Hashtag Kleiner und so.
Aber unsere Dienste werden auch außerhalb von dem gebraucht, was diese Comstar-Handlanger in den Söldnerprüfungskommissionen in ihre Aufträge schreiben. Nicht jeder kann es sich leisten, eine zertifizierte SPK-unterstützten Auftrag zu haben. Und nicht jedes Söldner-Outfit ist geeignet, um unter Regimentern von Battlemax herumzurennen, wie wenn sie die nächsten großen Wolf Dragoons wären. Es gibt viel Bedarf von verschiedenen Seiten, aber wenn du genug Köpfchen hast, um zu wissen, wo du suchen musst, kannst du genügend Jobs finden, wenn du Interesse daran hast. Du musst allerdings wissen, dass nicht jeder zu diesem Orten Zugang hat. Du musst dir schon einen gewissen Ruf aufbauen, um zu zeigen, dass du dem Job gewachsen bist. Und da du und Rihanna nun neu anfangen, ist jeglicher Ruf, den Nix Kavallerie möglicherweise hatten, vergessen. Ich kann dir dabei helfen, wieder hineinzukommen. Aber du musst wem auch immer beweisen, dass dein neues Outfit das Zeug dazu hat, den Job zu erledigen. Auch ohne den guten alten Nick. Wenn du bewiesen hast, dass du auch ohne deinen alten das Zeug dazu hast, kann ich dir diese Türen sicher wieder öffnen. Das ist das Wenigste, was ich für den alten Nick tun kann. Ich werde mich für dich einsetzen, Kleiner. Viel Glück. Ja, glaube ich auch. Airwolf, danke für dein Abo. Vielen, vielen herzlichen Dank. Verdammt schade, dein absolutes Lieblingsspiel, World War 3, hat ja ein Statement rausgebracht, zwecks Verbesserung. Was hältst du davon? Ich hab's nicht mal gelesen. Das halte ich davon. Du möchtest den Jenner? Rennt ihr schon im Hangar rum? Kann ich euch hier sehen? Ich bin im Schlafzimmer. Und natürlich. Ja. Bist du wenigstens nackt? Natürlich. Wer ist das? Das ist nicht der Jake. Nein. Ach da, sie stehen, für Dumme steht's dran. Oh, der Klopapinguin ist da. Hallo Klopapinguin. Ja, der Klopapinguin ist da. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Frag, jetzt ist die Wurst geplatzt. Seine Wurst ist geplatzt. Da ist der Jake. Jo, was geht? Sag doch mal was. Nein, nicht das. Hey, Qui-Gon, was geht? Ich gehe. Oh. Tja, damit hört das Koop-Let's Play wohl auf. Der eine redet nicht mit mir, der andere geht einfach wieder. Tja, das war's. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Das waren jetzt tolle, wie viel waren das? 6 Minuten? Mit Wartezeit waren es 11,5. Ah. So. Also ich kann zumindest keine Mission annehmen, kann ich dir schon mal sagen. Ich kann dir nichts kaputt machen oder so, leider. Das ist schon mal gut. Ja, die Max werdet ihr wahrscheinlich so oder so kaputt machen. Ja gut, die können wir kaputt machen. Dir gefällt World War 3 nicht? Ich hab's kurz angespielt. Ich habe auch ein Video zu World War 3 gemacht. Das war ein verbuggter Haufen Scheiße. Das war nicht gerade prickeln. Achso, ihr dürft aber Max lackieren, oder? Nö. Was? Dürfen wir? Wo denn? In der Mac Bay? Ah, da. Okay, nein, ich bin nicht fertig. Naja. Muss auch noch irgendwie... Ich muss meine Farben ändern. Irgendwie funktioniert das nicht. Das funktioniert einfach nicht, wie ich das gerne hätte. Ja, ich möchte Mars-Tarn haben. Aber irgendwie will das Rot nicht. Man kann ja irgendwie auch die Zahlen auskopieren, aber die... Ah, so nimmt er so. Okay. Ich wollte auch wieder wie meine... Space Marines schwarz-rot-gold machen. Das hat sehr gut funktioniert. Nur bei Battlemax funktioniert das irgendwie nicht. Weil man halt nur drei Farben hat. Hallo JK. Ich fand World War 3 mega gut. Klar hatte es seine Bugs, aber die waren großteils Wumpe. Störend war nur die geringe Spielerzahl. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber ich habe ja ein passendes Video dazu gemacht, da rupp dich aus. Und danke für dein Geschenk-Abo an JK. Warte mal, kann ich das hier... Oh, das könnte funktionieren.
Ja. Wenn ihr gedacht habt, ihr seht irgendwie total die Action, hätte ich euch vorwarnen können. Man darf seine Max bemalen. Das ist so ein bisschen... Damit kann ich leben. Anwenden. So. FFD 700... Was ist FFD 700? Nee, ich weiß. Nee, das ist zu hell. Das ist ein Tucken zu hell. Sieht am Mac ein bisschen komisch aus. Das ist der Hexcode für Gold. Ja, hier haben sie das Gold ein bisschen zu hell. Was ist das Problem? Da muss ich dann noch nachjustieren. Gold ist eben shiny as fuck. Ja, aber es soll ein bisschen abgenutztes Gold sein, weißt du? Aber ich will ja nicht so sein. FFD 700 war es, ne? So. Ja, doch, damit kann ich leben. Oxidiertes Gold, aber Gold oxidiert nicht. Ja, richtig. FF9B00. Sag mal, gehen wir jetzt. Manchmal liebe ich meine Community. Die macht sowas nämlich mit. Ah! Ja, das ist das. Danke. Das ist C1121C. Gucken wir mal. Achso, vielleicht sollte ich meinen alten Code erstmal speichern. Ja, das ist zu hell. Das muss halt müh dunkler. Das ist eher Messing. Ja, damit kann ich leben. So. Das ist provided by Wikipedia. Danke, Vicky. Danke, Klopapinguin. Und danke, Dima. So, wir wollen... Operationen. Wir wollen was abknallen. Ah! Warum war das so laut? Sternenkarte. Ja, Tutorial. Bla, bla, bla. So, wir müssen irgendwo hinreisen. Da gibt's bewaffneter Raub. Missionstyp Attentat. 78.000 Credits. Irgendwas mit viel Geld und mit dem neuen Mac. Ja, das wird so schnell nicht passieren. Warum gibt's... Hier gibt's keine Missionen, ne? Wo kann ich Missionen sehen? No. Das ist die einzige Mission, die gerade verfügbar ist, ne? Ja, okay, gut. Das ist die einzige. Dann reisen wir doch. Wusch. Das ist schwer. Die Sternkarte ist auch in Schwarz-Rot-Gold. Wohl deutscher Abend heute. Ja, Haus Steiner ist blau. Aber bei denen sind wir nicht. Wir sind ganz auf der anderen Seite. Da ist Haus Steiner. Die habe ich wieder vergessen. Das sind die Damians, glaube ich. Könnte man sich das nicht irgendwo angucken? Egal. Aufträge. Bewaffneter Raub. Schwierigkeit 7. Attentat. Wir haben ein Gletschereisbiom. Wir haben mit guter Sichtweite. Kampfzone sind 11 Quadratkilometer.
Eine Söldnertruppe hat sein Mech-Reparaturlager mit zu wenig Personal zurückgelassen, während sie Vorbereitungen treffen, das System zu verlassen. Die Garage ist nur minimal besetzt. Dort könnte man wertvolle Komponenten oder möglicherweise sogar einen Mech finden, der gerade repariert wird. Schalte ihre Sicherheitschef aus und der Rest der Truppe wird sich zurückziehen. Dadurch wirst du das ganze Lager für dich beanspruchen können. Wir wollen alles an Geld und ein bisschen mehr Schrott. Das heißt, wir kriegen 1 Million Credits und ein bisschen mehr Schrott. Ich hoffe, das reicht. So, dann wollen wir mal. Ich habe nur 2 Piloten, ich weiß. Ach so. Wie kann ich denn Piloten kaufen? Also gerne. Kein Tutorial. Ja, habe ich. Was war das? Energie und? Oh. Dann kann ich keinen einstellen. Okay. Battlemax. Nein, Mission. Da. Dann, so, dann kann okay, Qui-Gon ja auch den Gender nehmen. Dann, dann ist der aber kaputt hinterher. Ja, nun. Ich finde es gut, wie gut wir uns auf die Mission vorbereiten. Das ist eine Eiswelt und ich laufe in Schwarz-Rot-Gold rum und du in Grün. Ja, natürlich. Was denn sonst? Ja, das stimmt. Übrigens, mein Größenverhältnis, wer mal wissen möchte, wie groß so ein Battlemech ist. Diese kleine schwarze Silhouette ist ein Mensch. Das ist Jake. Das ist Jake, der muss zu Hause bleiben. Weil der hat böse Sprüche gesagt und der muss jetzt in der im Zimmer warten und putzen. Auch das. Gut, dann ich bin bereit. Ja, ich auch. Jake will noch. Jake muss auch bereit sein. Haus Steiner ist blau, aber da sind wir heute nicht. Warum zum Teufel sind wir nicht da? Die Party Steiner war ein Befehl. Viel wichtiger ist, warum sind die alle blau? Haben wir schon wieder eine Party gefeiert? Weil deren Farben blau sind. Ja. Weapon Systems online. Standing between us and this company's supplies is their leader, Anders Willman. Take him out and we'll be able to get our salvage crews planning. Was war nochmal Geschwindigkeit 0? Willman's forces have mostly X. Fled the area, but you should still Danke. Expect some resistance. Übrigens auch und auch einfach mal einen Größenvergleich zwischen den einzelnen Mechs. Ja, ja, ist ja gut. Spring mir nicht auf den Kopf. Spring mir nicht auf den Kopf. Puh. Das war bei Mech Commander eine legitime Taktik. Uff, 2007 will seine Grafik zurück. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich hab da ein Ziel. Das ist ja verrückt. Ich hab da was. Auf der linken Taste werden 2 Einzelnelis abgefeuert, auf der rechten wird einer, werden 2 zusammen abgefeuert. Naja, aber du sitzt nicht in deinem Mech, Jake. Ja, und wie markiere ich jetzt die Waffen, dass die diese Gruppe, die auf 2 gelegt wird, jetzt irgendwie. Um den Backspace kannst du Salvenfeuer und Dingens umstellen. Mit was? Ja, Backspace. Nö, geht nicht mit dem Salven.
Hallo Freilaufente. Oh wow. Besser. Möglicherweise zeigt mir auch an, dass die Waffen in den Gruppen 1, 2 und 3 sind, aber wenn ich die eine Gruppe mache, freut es sich trotzdem eins ab. Hast du auch ein LRM? KSR 4. Achso. Verloren. Ich bin mal kurz in die Tastensteuerung. Jo. Müssen wir noch irgendwie ändern. Ist ja zum Glück nur Kleinkram hier. Rechtags. Was ist mit F6? Oh. Nö. Ah, jetzt verstehe ich's. Du wählst über die Cursor-Tasten links, rechts die Gruppe 1, 2 oder 3 aus und dann musst du für die Gruppe Backspace machen. Wenn sie blinkt, ist es Single-Fire-Mode, also erst der linke, dann der rechte so eine Art und wenn dein nicht blinkt, dann hast du alles zusammen. Richtig. Hallo Captain Flo. Und ja, für diejenigen, die es spielen, tatsächlich, die F-Taste ist eine der wichtigsten Tasten in dem Spiel. Was ist F6? Beine ein Tor so ausrichten. Achso, F-Taste, ja. Die F-Taste. Ja. Ich dachte, du meintest F6, weil Jake gerade F6 gesagt hatte. Dann ich meine die F-Taste. Achso, ja. Einfach nur F. Ja. Weil F drauf. F ist Beine zum Torso drehen. Genau. Und da gab es auch eine andere, die habe ich aber vergessen, das ist dann Torso zu Beine drehen. Das ist meistens sinnfrei, finde ich. T? Tango? Ach, Cäsar, ja. Achso. Ich dachte, ja. C wie Clown. Der klingt auch wie ein anders, William. Er weiß es nur noch nicht. Au! Scheiße, der hat einen ERPPK. Ja, ich arbeite dran. Da ist noch ein zweiter MacMagon, Vorsicht. Ich werde unser Attentatsziel einfach mal mit Raketen eindecken. Und mit allem anderen. Au! Target acquired. Ah. Target destroyed. Bitte schön. So, wo ist der Boss? Da ist er. Ach nee, das war die... Schöne Explosion. Das war die Reaktorexplosion. Au! Der macht mir meinen Mech kaputt. Weißt du nicht, was die kosten? Firefly 1 und 2, es tut mir fürchterlich leid, aber ihr müsst den Köder spielen. Warum schießt er auf mich? Weiß ich nicht, aber er hat sich's wieder anders überlegt. Ah, shit. Er hat leider Deckung. Naja, ich glaube, wir mal liegen, ja. Wie jetzt? Du bist nicht tot, oder?
Nein, ich nicht, aber der Mac. Warum? Weil er die ganze EMP-Kasse macht, ich hab den Feuer gehabt. To the picture, and we'll be able to get ourselves some of his much needed resources. And hey, the Inner Sphere is a better place without him. Now let's get you all home. Head to the evac point. Da ist was auf dem evac point. Noch mehr Max! Ich weiß, dass ich ihn nicht knüppeln kann. Der zweite? Immerhin hat Qui-Gon nicht gelogen, als er gesagt hat, dass er den Gender schrottet. Ja, ich bin ehrlich. Ah. Es gibt in MechWarrior Online gibt es tatsächlich die Möglichkeit, einen Nahkampf anzugreifen. Was ich sehr cool finde, was sie leider in MechWarrior 5 nicht eingebaut haben. Wie viel können wir mit dem 6? Also ich würde sagen, LSR 10 lohnen sich auf jeden Fall 1 oder 2, oder? Besonders, weil die in Stufe 1 Ding sind. Hier, und die sind verbessert. Viel. Wir könnten alle drei Werfer mitnehmen. Ja. Was haben die denn sonst noch? Ja, der sonst Rest ist irrelevant. Den Rest haben die, oder ist halt die Kombos wert? Ja. Hey, Jenna, Schaden, 2 Millionen. 82 Tage verletzt. Abschlussbelohnung, mittelschwerer Laser, Locust LCT 3V, XP und Seabills. Ja. Aber wir haben einen Mac geschrottet. Aber wir haben den neuen. Ja? Das ist ein 20-Tonnen-Mac. Der Jenner ist ein 35-Tonnen-Mac. Ja, ich weiß, das ist ja der Witz an der Sache. Ich bin tatsächlich. Also, er ist 500.000 wert. Reparatur kostet 2 Millionen. Ernsthaft? Mhm. Alles Oha. Ist kaputt. Wir haben 4 Millionen. Ja, wobei dann die Frage ist, ob ich den Flug in den Nicht-Konfliktzone nicht das Ganze günstiger machen würde, ne? Wir haben ja noch zwei. Wenn wir die jetzt nicht auch noch schrotten. Ja. Also wir lassen den erstmal und gucken dann. Gibt es denn einen weiteren Piloten? Das können wir mal rausgucken. Kaserne. Nö. Das ist ja scheiße. Du bist in keinem Sternsystem, in dem Piloten angeheuert werden können. Das heißt, wir müssen eh springen. Wo können wir denn neue Leute anwerben? Da ist eine. Was ist denn da? Schwarzmarkt verfügbar hätten wir hier. Wenn wir nach Brundage fliegen. Schwarzmarkt werden ja keine Truppen sein, oder? Auftrag. Nach Osten Broadus. Und da meinst du, wir kriegen Leute? Okay. Dann wird doch die Reparatur günstiger werden. Aber auch nicht nennenswert, ja. Industrieller Knotenpunkt, okay. Dann sind wir mal 20 Tage unterwegs. Ja, das hat er nur 67 Tage.
auf der Krankenstation. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Naja, jetzt im Multiplayer spielen wir es erst seit einer halben Stunde. Vorher musste ich, glaube ich, 1-2 Stunden spielen, damit wir überhaupt an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Ich finde, es ist MechWarrior. Also wer MechWarrior mochte, der wird auch MechWarrior 5 mögen. Ich finde, die Story passt halt auf den Bierdeckel. Da finde ich, hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit der Kampagne. Und ich finde es halt... Und es gibt keine Eponerie. Was ist eine Eponerie? Ach so, ja, das natürlich. Das hatten wir letztes Mal schon, ja. und ich finde es halt, ich finde es halt ein bisschen doof, dass du erst die Kampagne x Stunden spielen musst, bevor du es mit Freunden im Koop spielen kannst. Das hätten sie deutlich besser machen können. Aber für ansonsten macht es echt Spaß. Für den nicht wissenden, Eponerie ist einer der Charaktere aus Teil 3. Richtig. Raketen und Laser brauchte Lieutenant. Wir hätten Lieutenant Diaz, die hat Energiewaffen 2 von 2 und Raketen 3 von 6. Wir könnten aber auch Lieutenant Sheets, der hat 3 von 5 Energiewaffen und 1 von 5 Raketen. Okay. Ich hätte gerne Lieutenant Woodall. Achso, weil der andere ja im Dingens ist. Ja, einmal das und der andere hat Raketen 3 von 5. Ich kann nicht gucken, wie viel der andere hat, der jetzt gerade auf der Krankenstation ist. Nee, der hat Projektil 3 von 5. Raketen 3 von 4. Das erste ist Projektilwaffen. Ach so, okay. Ja, sorry. Autocannons. Das sind Raketen. Dann Lieutenant Diaz. Okay, also einmal Sheets und einmal Diaz. Okay. Können wir machen. Und Lieutenant Diaz. Aber Diaz hat kein Energiewaffenpotenzial, ne? Das ist mir doch egal. Also wenn du eher PPKs oder sowas benutzen willst? Ja, das kommt dann später, wenn es einen ordentlichen Söldner gibt. Ach so. Okay. Aber 3 von 6 Raketen ist schon nett. Und Diaz ist übrigens kein Weibchen. Nicht? Nein. Dachte. Der hat gerade ziemlich männlich geklungen. Aber was bedeutet das schon heutzutage? Ich kann es auch nicht sehen. Ich kann es nur hier im Stream sehen. Ach so. Mhm. Du meinst ihren Gender. Was kostet hier denn jetzt die Reparatur? Jetzt warte mal, bei der Ausstattung, ich nehme mal an, dass Jack dann den Javelin ins nehmen wird und ich den Lukus kriege. Wie kommst du denn darauf? Ja, ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich sehe auf der linken Seite nur Flamer und Laser. In das Ding passt wahrscheinlich nichts Größeres rein, kann das sein? Also, die Reparatur... Nee, nicht zum Kaufen, wir hatten vorhin doch 3 Raketenwerfer eingesammelt. Ja, wir sind doch innere Sphäre, nicht kleiner. Aber das wir heißt, können gleich mal... Sekunde. Der Jenner übrigens würde uns hier 1,3 Millionen kosten, statt 2, irgendwas. Also es würde sich schon lohnen. Wir würden eine Dreiviertelmillion würden wir fast sparen. Woran sehe ich denn, ob ein Slot eine Raketenwerfer Slot ist oder nicht? Alter Walter! Den Jenner zu reparieren würde 67 Tage dauern. Wie wäre es, wenn wir den einfach verkaufen? Also, das ist mir zu... Wir können ihn auch nur reparieren und die Ausstattung weglassen. Hallo, Hastur. Ich müsste irgendwie einfach nur die Rüstung reparieren. Wenn ich hier alles reparieren mache, dann tauscht er ja auch die Ausrüstung aus. Richtig, die Kurzstrecken-Raketenwerfer haben wir keine mehr. Also ich müsste ein KAS mal, KSR mal einsacken. Für den hier. Aber wir könnten ihn einfach reparieren. Und mit der Ausrüstung, dann ist das halt so. Oder wir schmeißen die Ausrüstung hier raus. Das geht auch. Wenn ich jetzt hier auf alles entfernen klicke. Ja. Yep. Sekunde. Ja, ich möchte es kurz. Dann machen wir hier reparieren. Zack, ab in die Warteschleife. Bam. So, Ausrüstung. Ach so, okay. Wenn keine Waffe drin ist, dann kann man sehen, dass es zum Beispiel ein Energieslot ist. Wenn eine Waffe schon drin ist, wird es gar nicht mehr angezeigt.
Was? Liegst du neben dem Namen der Waffe? Wo kann ich denn... Ja gut, blau so. Oder halt eben orange oder was auch immer halt. Sehr geil. Das Problem ist aber nur, ich wusste nicht, ob es nur eine Design-Slot gibt, wo schon vielleicht ein Laser drin steckt. Du hast im mittleren Torso hast du zwei mittlere Laser. Ja, das weiß ich mittlerweile. Im rechten, linken Arm hast du ein Maschinengewehr. Was drin ist, sehe ich auch. Ich wusste nur nicht, ob in den Slot nicht auch was anderes reinpasst. Ich könnte Auto... Naja, es passt der Flammenwerfer zum Beispiel in den Energieslot mit rein. Eigentlich ja nicht. Laut Farbe schon? Ja, nein. Weil es Plasma-Flammenwerfer sind, deswegen. Mhm. Das ist, ja. Möchtest du andere Laser haben? Haben wir andere Laser? Wir könnten Burst-Laser einbauen. Was ist ein Burst-Laser? Kurzstrecken-Burst-Laser. Also viel wichtiger ist doch die Frage, warum siehst du welche, während ich keine sehe? Weil ich auf den Markt geklickt habe. Richtig. Ach so, okay. Das kann ich nicht sehen. Ich hatte überlegt, ob ich welche kaufen will. Wir könnten auch Autokanonen in deine Arme packen. Deine kleinen, schmächtlichen. Wenn die da reinpassen. Warte mal, wo denn ist die... Wo sehe ich denn meine Gesamtgewicht? Ich bin im Moment bei 20 von 20 Tonnen. Wenn ich die MGs ausbaue, bin ich bei 19 von 20. Ja, das wird nicht. Stimmt auch wieder. Ja, genau. Dann wäre ich jetzt bei 15 Kilo, also 15 Tonnen. Wie viel kostet oder wie viel wiegt eine Autokanone? Eine Autokanone wiegt Sekunde 5 Tonnen. Nein, 6 Tonnen. Einfache, eine einfache. Eine Autokanone 2, ja. Aua. Dann wird das wohl nichts. Ja, dann wir spielen zum Multiplayer. Kannst du nochmal auf die Geschütze gehen? Also auf die MGs, meine ich? Ja. Man ist doch irgendwas mit Burst gerade eben. Ach nee, so, das sind die Laser, ne? Laser gibt's hier in Burst. Short Laser mit Burst. Das sind die kurze Salve machen, die Piu-Piu-Piu machen. Ja, gut, im Moment sind M-Laser mit drin, die sind, glaube ich, schon ganz okay. Die haben eine höhere Reichweite. Die Burst-Laser, die machen halt weniger Wärme. Ja, dann bleibt es halt, wie es ist. Ja, dann lassen wir es, wie es ist. Oder du möchtest einen Flammenwerfer, wenn du halt einen Flammenwerfer möchtest. Weil du ein kleiner, schneller Mech bist. Ich könnte Flammenwerfer einbauen, aber dazu muss ich die Laser wieder ausbauen, das will ich. Richtig, das meine ich ja. Das wäre halt die Überlegung, ob du in Nahkampf gehst mit den Flammenwerfer-Dingern und dann einfach die überhitzt. Käme halt drauf an, auf was für eine Welt wir als nächstes kämpfen. Oder wir lassen es einfach, wie es ist. Wir hätten zur Auswahl... einen Verteidigungsauftrag oder zwei Zerstörungsaufträge? Zerstörung klingt doch gut. Ja, dann... Wir brauchen sowieso Geld. Möchte noch irgendein... Warte mal, hier sind... Oh, hier sind M-Laser Stufe 1 und Stufe 2, sehe ich gerade. Muss man auch nochmal drauf achten. Ja, du hast aber M-Laser Stufe 1 drin. Nee, Stufe 2. Oh, ja, mit einem Knubbel halt. Nee, mit zwei Knubbeln. Mit zwei Knubbel? Bei mir hast du nur einen Laser mit einem Knubbel drin. Nee, jetzt nicht mehr. Bei mir schon. Ich genau, rüste ihn gerade um. Ach so, ich sehe nicht, was du umrüstest. Ich könnte jetzt in deinem Umrüsten rumfummeln. Ach doch, jetzt zeigt er mir auch an, dass da umgerüstet wird. Untergewicht, sagt er mir. Was, Untergewicht? Ich habe sogar noch die, 20 von 20 am Ende. Ah. Nö, er sagt mir immer noch Untergewicht. Ist mir aber auch egal. So, wir fliegen mal weiter. Da, da, da. Ich kann die Waffen nicht ändern, das ist gerade verrückt. Wahrscheinlich, weil wir gerade unterwegs sind. Ja. Okay. Wir sind in DeBerry angekommen. Hier hätten wir auch Piloten einstellen können. Nice Dropship, but boring as hell. Wow. Nice Dropship, but boring as hell. Achso, ich habe ja auch Skills, oder wie, oder was, oder wann. Ach, ich kann alles lernen. Nicht? Habe ich überhaupt Skills? Wo finde ich meine Skills? Es gibt, wenn du bei Mac bist, auf Besserung zum Beispiel, kannst du auch irgendwas nochmal machen. Ach da, weil ich ja Commander Mason bin. Ach so, ja, ich habe 2 von 10 in allem. Weil ich der Hauptcharakter bin. Ich bin Spieler 1.
Seid ihr soweit? Ich muss noch umrüsten. Achso, du Du musst noch umrüsten. Ja, ich kann nichts machen in der Zwischenzeit. Achso. Drei Tage noch. Das wird er gleich sagen, wenn wir angreifen wollen. Ich würde aber doch jetzt gerne vorher deine Waffengruppe setzen. Achso. Kann ich Tage warten? Zeitverlauf da. Nee. Zeitverlauf? Ach da. Möchtest du 3 Tage warten? Ja, möchte ich. Ja. So, jetzt kann ich hoffentlich Waffengruppen, genau. Was? Ja. Warum hat er denn weniger als vorher? Ich habe doch auch die Panzerung, der hat mehr Panzerung als vorher drin. Wahrscheinlich, weil die Waffen leichter sind. Nee, ich habe die Wärmetauscher vergessen. Oh. was für eine Welt ist das? Lass mich mal kurz nachgucken. Kannst du erstmal weglassen. Gletschereis. Bist du sicher? Ich habe überhaupt keinen Wärmetauscher drin. Ja, es ist Gletschereis. Das ist tiefgefroren. Und ich nehme diesmal Schadenabdeckung für 400.000. Was? Weil. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Wir kriegen einfach keinen Schaden. Ja, ja, genau. Aha. Das hat vorhin schon so gut funktioniert. Ja. Ja. Lass mich mal kurz nochmal nach dem Jenner gucken, wie es dem geht. Fertig? Yep. Ready, normal people? Good. Oh, guck mal, der Jenner ist kaputt. Der Pilot ist tot. Noch für 34 Tage. Achso, muss ich das aussuchen? Nee, Qui-Gon kann das aussuchen. Was? Verletzt 0 Tage? Warum denn 0 Tage? So, da. Ich hab dir mal Lieutenant Diaz reingepackt. Ja, das kann ich ja selber machen, aber ich frag mich gerade, warum der andere verletzt 0 Tage anzeigt. Weil er bei mir noch 37 Tage im Eimer ist. Ah, okay, also gibt's Desync im Multiplayer. Schade drum. Ja. Dann könnte ich aber trotzdem probieren, Lieutenant Leon Freeman nochmal zu nehmen, oder nicht? Da sagt er bei mir, der ist 34 Tage noch außer Gefecht. Das wird ja bei mir aber nicht. Ja, ja, aber ich bin Spieler 1. Na, wenn super, ich... jetzt sagt das. Toll, ja, verstehe. Aber du wolltest ja sowieso Diaz, weil der Freeman. Der Freeman tatsächlich sogar bessere Werte hat. Ja, das stimmt. Also Höchstwerte zumindest hat. Ja, aber der aktuell ist der ja im Arsch, also bringt es uns nichts. Gut, dann bereit. Zum Beispiel. Ja, der ist ja nicht tot, sondern... guck mal, da vorne steht ein kleiner Mech vor mir. Das ist genau noch immer noch in der Landung. Ja. Ich fänd's ja großartig, wenn du tatsächlich zu deinem Mech noch hinlaufen müsstest. Könntest. Nicht drauftreten. Ja, damit können wir leben. Na, wir können eine Basis unbewohnbar machen. Los, meine kleinen Max, zum Angriff! Ist lustig, wenn ein Centurion der schwerste Mech ist, den du dabei hast. Na. Ich finde das bei MacBook Air 3 lustig damals mit dem Atlas, der nicht so weit runtergucken konnte, dass die Kinder über sein Bein durchlaufen sind und er sie gar nicht mehr treffen konnte. So groß war das Ding. Ja. Mac links. Why don't you go over and introduce yourself?
macht die Wanze platt. Oh, das gibt's doch nicht. Hat sie schon wieder zerrissen? Ah, ja, natürlich. Was machst du mit unseren Max? Er hat zweimal gehustet. Das macht dir auch ordentlich Schaden, wenn ich mich jetzt, ne? Ja, aber irgendwie muss es ja kaputt machen. Draufschießen. Ich glaube, dass meine Reparaturkosten immer noch niedriger ausfallen als seine. Nein. Gute Nacht, kleiner Pinguin. Noch ein. Okay, der hält tatsächlich nichts aus. Das war nicht mal deine Schuld. Aber 400.000 zahlt ja die Schuldnerkasse. Wenn sich die Qui-Gon-Stiftung. Schon ganz rot, dein Mac, machst du überhaupt noch Plus nach den Einsätzen? Das ist ja zum Großteil Panzerungsschaden. Es muss das Boot abkönnen. Ich meine, das kommt drauf an, ob wir nach wie vor Max verlieren, dann wird es natürlich ein bisschen teuer. Ich dachte, das sind Einweg-Max. Nein! Also so Fire and Forget-Style. Fire and Forget-Max. Willst du gleich mal in der Tastenbelegung nach Iweg gucken? Nach dem Schneider. Das habe ich vorher nicht gesehen, das gab's glaube ich nicht. Na, wir kriegen 1,2 Millionen. So, und dann kriegen wir noch Plünder. Bis zu 6 Anteil. Soll ich irgendwas Besonderes mitnehmen für dein... Ich würde potenziell sagen, wieder von oben nach unten. Das hörst du zuerst. Du brauchst einen Kurzstreckenraketenwerfer, oder? Ein KSR ist unten auch dabei. Ja. Ah, da. Dann nimmst du noch einen KSR und dann nimmst du noch den teuersten Laser für eins. Oder die AK. Ich guck gerade, was am teuersten ist mit Savage 1. Ja, die AK-2. Die AK-2. Ja. So. Verletzt 73 Tage. Oh Mann. Wir haben auch eine Schadensabdeckung von 400. Wir haben Schäden im Wert von 600 erlitten. Das heißt, wir haben nur Kosten im Wert von 200. Und das teuerste war... Lieutenant Diaz, Mac. Wie konnte es anders sein? Was verrückt ist, wenn das Ding so winzig klein ist. 580.000. Die 580.000 ist das, was der Jenner ohne alles wert ist. Also der Jenner Schrottwert sind 500.000. Was schon mal zeigt, was der Locust als Mac ist. Und mein Mac sind 76.000. Also so gut wie gar nichts verhältnismäßig. Doch, deiner macht alles kaputt. Mhm. Ich bin froh, dass wir... Das, zum einen das auf Band haben, als auch, dass wir... Wie lange ist denn der Jenner noch out of action? 37 Tage. Die Frage ist, wie lange ist denn der Soldat noch out of action? Ich glaube, es kommt ungefähr hin, oder? Der Locust wäre 19 Tage. Out of action. Aber der lohnt sich ja nicht wirklich.
Der Pflaster sofort wieder. Was soll ich den... Abgesehen davon, dass beide Piloten gerade down sind. Ich könnte den Mac verkaufen, der würde dann wenigstens 385.000 noch bringen. Welchen? Der Locust. Ja, dann weg damit. Und dann aber nicht wieder den Jenner schrotten, ja? Nur ein bisschen. Achso, ja, dann nicht den Javelin schrotten. Gut, dann verkaufen wir den einfach. Ich verspreche dir, ich werde nicht den Centurion schrotten. Ja, das weiß ich. Den Centurion kriegst du auch nicht. So, Auftrag in die Warteschleife. So, jetzt gucken wir mal in die Kaserne. Der ist noch 20 Tage verletzt. Ja, also weniger lange als die Reparatur dauert. Ja. Das heißt, wir müssen hier warten. Da, was halt am günstigsten ist, ne? Ja, warten ist am günstigsten. Was wären 3 Tage, bis der von Jack wieder repariert ist, der Javelin? Ja. So, dann warten wir einfach. Dann warten wir, bis der Centurion heile ist. Und dann warten wir, bis Freeman fertig ist. Na, dann müsste ja eigentlich... Ne, der Jenner fehlt noch, oder? Der Jenner fehlt noch. Gut, dann warten wir einfach. Ja. So, fertig. Battlemax. Schade. Na, vielleicht kriegen wir ja einen KSR-4. Weil einen KSR-2 kannst du auch weglassen. Ich meine... So, also sind alle soweit fertig. Ja. Gut. Dann machen wir nochmal einen alles kaputt machen, ja? Das gilt nicht für unsere eigenen Max. Ich wollte es gerade sagen. Ich bin am überlegen, ob ich die Schadensabdeckung wieder mitnehme, statt... was ist denn das? Wir können entweder 755 C-Bills nehmen oder wir können 500.000 C-Bills nehmen und 400.000 Schadensabdeckung. Wir spielen zu dritt, hast du. Warte mal, wenn du die Schrottanteile hochschraubst und es pro Waffe 200.000 gibt und du kriegst mit einem Mal, kriegst du wie viele Schrottanteile am Ende? 3, 6, 9? 6. 3, 6, 9 immer dann, ne? Also Standard kriegen wir 6, mit einem Schrottanteil kriegen wir 6. Ja. Standard sind 3. Mit einem Schrottanteil sind 6. Dann ja, mag es sich finanziell gesehen schon lohnen mit der Schadensabdeckung oder wie auch immer. Na, ja, weil Schadensabdeckung ist halt, ne, die... Andererseits kriegst du halt immer am Ende keine coolen Waffen raus, ne? Richtig. So, ja, dann mach Schadensabdeckung raus und ich verspreche nicht zu sterben. Und dann lieber Plündergut oder Siegbills? Schrottanteile. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen was kaputt machen. Nicht unsere eigene Maps. Schwierigkeitsgrad 11. Das gerade eben war Schwierigkeitsgrad 8. Ja, aber da habe ich auch einen ganz kleinen Mick gehabt. Ich weiß halt nicht genau, wie die sich das jetzt halt vorstellen. Keine Ahnung. Mordred hat keinen Mac und Diaz hat Verletzungen. Achso, ja, warte. Ich hab gewartet, dass das Menü aufgeht bei mir, aber es geht nicht auf, nicht, dass ich selber aufmache. Möchtest du den Javelin noch schnell einfärben? Weil Nein. Du gerade Jakes Farbschema. Nein, das ist mein Farbschema. Ach so. Dann bin nur ich der Einzige, der aus dem Raster fällt, oder was? Ja. Ich bin ja auch der Chef. Hast du gesagt, ich würde Schadensabdeckung. In pink. Das ist schon easy. Online. All systems nominal. Destroying the Morgue's industrial infrastructure will destabilize the opposition's grip on this region. Something our benefactors are willing to spend a great deal. So, was haltet ihr davon? Ihr bleibt erstmal hinter mir? Okay. Ich hab's vorgeschlagen. Bisschen wie die. Na, Temperatur geht. Da vorne ist die Basis.
Gut aufgeklärt. Ich arbeite dran. Oh. Alles klar, hab ihn. Ach du Scheiße. Ich bin schon weg. Oh, er dreht uns seinen Rücken zu. Okay, ich hau ab. Joink. Jawohl. Das war ich. Das war ich. Ich hab getroffen. Mein Gott, ich wollte sie. Oh, das war auch gemein. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihm beide Waffenplattformen weggeschossen. Ich hab den Torben platt gemacht. Ja, ich weiß, dass ich es lassen sollte, aber trotzdem. Ja, dann Amok laufen. Noch ein Hubschrauber. So doof, dass es schon wieder gut war. Ein Herz vom Hex. Bin ich genauso. Ich möchte gerne die Sicherheitsmarkierung abstellen. Für den Raketenwerfer. Oh. Ab ihn. Selber könnte ich bisher nicht wirklich viel Schaden machen mit dem Laser. Na, jeder. Au! Zwei Max! Ein Panther! Ein leichtes Hitzeproblem. So, der ist weg. Hinter der ganzen Bagage hockt noch einer. Ja, hier ist noch ein Panzer, ja. Danke. Au. Mein rechter Arm ist ab.
Target locked. Hab ihn wieder. Au! Der hat mir jetzt in dieser Mission zum ersten Mal Schaden gemacht. Bis dahin waren meine Panzer alles schön weiß. So. Eine Reparatur wäre irgendwie ganz geil. Oh fuck, meine Laser sind kaputt. Noch ein Mac. Ein Kommando. Komm schon, du scheiß Raketenwerfer. Hab dich. Super. Wo sind die letzten 33%? Ich will den Centurion nicht verlieren. Schwer zu erkennen, dass man noch kaputt machen kann. Ja. Nicht. Wenn ihr noch Laser habt, dann macht ihr mal weiter. Kontakt. Panzer. Mac. Zwei Macs. Au. Schwierigkeitsgrad 11, offensichtlich. Eventuell? Na, da ist Jake. Our payday is nearly here, Commander. Just keep smashing. Trigon, du bist im Gefecht mit zwei Mechs. Ja. Ich glaube, das ist Nummer 3. Ah, fuck. Ja, das sind 4. Vier sind das. Ach nee, der eine war Qui-Gon. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich bin ein bisschen zurückgezogen. Ja. Hier dieser kleine Kram, an dem du gerade vorbeigerannt bist, der zählt auch. Bei Qui-Gon auch, diese kleinen Antennen, die sind auch noch Ziele, wenn ihr die kaputt trampelt, vielleicht reicht's. Oh, scheiße, ich hab meinen verloren. Hä? Hm. Ich glaube, wir kriegen auf den Sack. Und geplatzt. Nee, ihr kriegst erst bei 100% Vernichtung. Okay. Das sieht mir nicht danach aus, als ob wir die Mission abbrechen könnten. Achso, Escape. Ich könnte Mission neu starten machen. Wir drücken ja einfach nochmal drauf.
Holla, die Waldfee. Ich glaube, wir müssen uns beeilen beim Kaputtmachen. Ich wüsste nur nicht, wo noch Sachen sind zum Kaputtrampeln. Vor allen Dingen, wenn die tatsächlich ein skalierbares Schwierigkeitsgrad haben, so von wegen, hey, du spielst ja jetzt mit menschlichen Mitspielern, dann können wir es ja schwieriger machen. Dann möchte ich aber auch bessere Max. Wir sollen Röhren oder Tanks angreifen, weil die mehr explodieren. Auch wenn sie das etwas anders formuliert hat. Ich fange von hier aus schon mal an drauf zu schießen. Hast du überhaupt so eine Reichweite? Ja. Und Tatsache. Ich muss halt nur treffen. Verstanden. Zwei Max, zwei Türme, zwei Hubschrauber. Hab den Centurion. Au. Lani Wolf. Irgendwas schießt noch auf mich. Da ist noch der zweite. Ich hab hier gerade beide. Und ich brauche hier Hilfe. Ach, geht. Das andere ist nur ein. Das andere ist ein Urban. Ich habe ein Bein verloren. Okay, ich brauche tatsächlich ein bisschen Hilfe. Ich habe meine Autokennel verloren. Au, mich hat's komplett zerlegt. Verflucht. Sollen wir die Mission gleich nochmal neu starten und dann direkt abbrechen? Auch wenn wir dann vielleicht eine Strafe von Credits oder sowas hinnehmen müssen. Weil. Achso, na dann. Hallo Schnitti. Darf ich fragen, hat es Sinn, in Formation zu bleiben? Tendenziell ja. Kommt halt auf die Situation drauf an. Hat halt Vor- und Nachteile. Vorteil ist, du kannst dir gegenseitig Deckung geben. Nachteil, du hast halt die Gefahr, dass du dich selber triffst. Also, Verbündeten. Dass LRM eine Minimum-Reichweite haben, weiß ich. Es ist nur schwierig einzuschätzen, wo die anfängt. Weißt du, was das Ärgerlichste gerade ist? Dem gegnerischen Centurion habe ich das Cockpit rausgeschossen. Da, der Kleinkram links, das sind so Generatoren. Da ist so eine Röhre auf deiner 1 Uhr an dem Haus. Qui-Gon kämpft gegen zwei Max.
Ja, du kannst halt diese Verkleidung von den Wänden kannst du noch links von dir wegschießen. Vielleicht ist das Zeug außerhalb? Ich weiß es nicht. Quaggan hat beide Arme verloren. Yep. Nee, hab ich nicht. Auch nicht. Ach scheiße, ich mach jetzt die Tausendkörper so drin, deswegen. Ja. Ich will noch einen Laser. Jetzt und keinen dann mehr. Ich drück hier nochmal auf Neustarten und dann drücke ich mal auf Abbrechen und dann suchen wir mal Missionen mit einem anderen Schwierigkeitsgrad. Es gab keine anderen gerade. Nee, aber wir können ja in ein anderes System fliegen. Na gut, das stimmt natürlich. Dann suchen wir erstmal eins mit Stufe 1 oder 2 nehmen. Ich bin wieder. So. Ja, wir müssen noch weiter runter. Dann Mission abbrechen. Ja, ja. Ich bin noch mal kurz auf, kann dann zu trinken holen. Alles klar. Autsch. Gut, wir haben keinen Ruf gekriegt und kein Geld, aber dafür auch keine Kosten. Ja. Ja. Das ist mir auch egal. Okay, also mit der Escape-Mission abbrechen können wir eine Mission einfach zur allergrößten Not abbrechen, wenn sie scheiße läuft. Okay. Empfohlener Ruf Level 3. Hä? Hier haben wir Kriegsgebiet-Aufträge und Überfallaufträge. Das klingt doch vernünftig. Gucken wir uns das einfach mal an. Ich mag die Animation. Ich finde die gut. Ja, natürlich geht die einem später auf den Piss. Und nicht wundern, dass ihr den Silent Jake nicht hört, für Leute, die heute zum ersten Mal einschalten und sich fragen, wer das ist, mit dem ich da die ganze Zeit rede. Wir fliegen gleich weiter. Schwierigkeit 12, 10 und 11. Achso, jeder Sprung kostet. Hier steht empfohlener Ruf Level 3. Das sollte ja dann. Wir haben nur Ruf Level 3, richtig. Warte mal, haben wir nicht noch einen vierten? Ne, wir haben ja keinen vierten Mac mehr. Sonst hätte ich gesagt, wir. Den Jenner haben wir ja verkauft. Gucken wir uns da an. Erinnert mich so ein bisschen an Battletech. Also an das Spiel Battletech, wo du auch solche Situationen hattest. Schwierigkeitsgrad 11. Missionstyp Kriegsgebiet. Was ist Missionstyp Kriegsgebiet? Steht das hier irgendwo? Wurde ein langer und anhaltender Zermürbungskrieg auf Brundage inszeniert und wir spüren allmählich den Druck. Durch Unterbrechung unserer Versorgungslinien und wichtige Ressourcenverarbeitungsanlage nehmen wir die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges allmählich wahr. Und Reh, ich hasse diesen Sirup. Okay, warum? Weil der Pfff. Ah. Lande in der Mitte der Front, um diese Belagerung ein für alle Mal zu durchbrechen. Aber wir könnten halt ordentlich Schotter rauskriegen. Und oder Schrott. Und oder Reparatur. Sollen wir uns mal ein. Warte mal, ich kann doch speichern, oder? Speichern. Neuer Speicherplatz. WTF Schwierigkeitsgrad. So.
Gucken wir mal. Achso. Aufträge. So. Soll ich... Ich könnte 4 Verhandlungen machen, dann hätten wir einfach nur Geld. Ich könnte aber auch 2 Verhandlungen, 2 Schrott. Das wären dann 9 Teile. Oder ich könnte 3-1 machen. Oder ich würde sagen 2-2, oder? Ich könnte auch 2 C-Noten, also 6 Teile Schrott und einmal Schadensabdeckung. 400.000 sind 400.000. Naja, dann probieren wir 2-2. Gucken wir mal, ja, was bei rumkommt. Achso, Jakes Raketendings. Ja, bei mir lädt er noch. Ich bin der Host. Warum brauche ich so lange zum Laden? Erreiche Checkpoint einfach, um deine Stellung zu beziehen. Versuche, deine belagerten Verbündeten zu helfen. Beseitige vorhandene feindliche Streitkräfte. Ach du Scheiße. So viele Kills machen wie möglich. Schon den ersten Mech entdeckt. We have an opportunity for a hefty combat bonus the longer we can hold. Hat noch Flieger über euch. Könnt ihr euch um den Flieger kümmern, dann versuche ich den Mech schon mal ein bisschen. Der ist zu weit für mich. Oho! Ich hab irgendwas übersprechen. So. Beinchen weggeschossen, der läuft nirgendwo mehr hin. Weil ich nur wegschießen ist auch Ach gut, so, Qui-Gon hat jetzt den Jenner. Was? Oh! Da habe ich gar nicht drauf geachtet gerade. Aber Moment, mein Handy, ja, aber der hat 4 Laser drin. Achso, weil der Raketenwerfer kaputt ist. Ja. Ah, verstehe. Ja, keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Gucken wir danach. Ich hab einfach nur bereit gemacht. Ich hab was ansonsten. WTF? Ich hoffe, dazu zählen Panzer auch. Ja, Panzer und Flugzeuge. Ja. Da gerade war ein Leck. Ja, erkannt. Richtung, was ist denn das? Norden. Kriege ich eure Sensordaten? Richtung Süden sind auch noch welche. Flugzeug. Hab ich doch. Den da? Au. Immer noch nicht Schrott. Jo. Aua. Komm schon. My scope is lighting up with more targets converging on your position, Commander. Stay frosty. Ich bleib hier mal in Deckung, damit ich nicht die ganz so viel Schaden fresse, damit ich dann, wenn Max kommen, einsatzbereit bin. Kann man die Minimap oben irgendwie kleiner machen? Kann man die Minimap irgendwie kleiner machen? B. Bravo. Warte. Und mit B machst du sie größer auf jeden Fall. 2 Max, 2 Panzer. Nehmt ihr die Panzer, ich denke erstmal die Max. Which one? Der Spider?
Achso. Hab ihn. Der hat nur MGs. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist das einer von uns gewesen? Alle noch am Leben? Ja. Okay. Ein Mech ist down. Super. Mein Tankarm ist fast ab. Mein linker. Mein rechter ist rot. Also noch hinter schwarz, uns. Aber Richtung Norden. Ah. Jawohl. Jawohl. Ja, meine Salve ging noch durch. Hubschrauber. Komm schon, komm schon, komm schon. Hab ihn. Oh, immer noch nicht. Stirb, du Scheißteil. Target destroyed. Target destroyed. Schön gemacht. Ja. Kommt hier gleich den Berg rüber. Also, der eine Arm ist ab. Das macht nichts. Damit sind zwei Waffen kaputt. Sein Re- Hier ist auch den Kopf. Rechtes Bein. Zerstöre alle oder alle Feinde. Ivek. Ivek, definitiv Ivek. Na gut, wo ist die Ivek-Zone? Also an allen vorbei und dann Richtung. Achso, da alles klar. Das sind nur Panzer. Die Ziele, die ich hatte, waren nur Panzer. Drei Stück. Wie schwer beschädigt seid ihr? Rechtes Bein fast kaputt, linkes Bein orange. Dann halt du dich zurück, Jake ist nur leicht. Ich habe noch LRMs, ich brauche die neuen Zielerfassung. Achso, nee, weil einer in der Zone drin war. Achso, das reicht, wenn einer drin ist? Mhm. Ich dachte, das Schiff kommt dann erst und holt einen ab. Ja, jetzt wissen wir es. Jetzt sind wir Rangstufe 4. Nee. Puh. So. Oh, wir können einen Firestarter haben. Kostet auch nur 15 Anteile, die wir nicht haben. Oha. Okay. Aber eine Long Range 10. So. LSR-10, nehmen wir. Sprungdüsen. Okay. Ich kann sowieso die ersten 9 Sachen nehmen, weil 15, ey. Ein Mech sollte einer sein. Sollen wir auch noch Standard-Wärmetauscher mitnehmen? Aber der Gesamtschaden sieht gut aus. Und ich habe am meisten Schaden kassiert. Was verrückt ist, weil das der rechte ist, wo Jack da nicht drin gesessen hätte. Oh, stimmt. Müssen wir das gleich nochmal auseinandersortieren. Ach so, ja, okay. Ja, das stimmt. Go, go, Power Rangers! Gute Arbeit, Kleiner. Ich habe deine Fortschritte bei der SPK beobachtet und bin der Meinung, dass du genug getan hast, um allen Neinsagern zu beweisen, dass der Nachfolger von Nick Mason das Zeug dazu hat. Also, hier ist der Deal. Comstar macht einen guten Job dabei, die SPK und ihre lizenzierten Aufträge zu überwachen.
Stellen sicher, dass wir Söldner immer noch bezahlt werden, wofür wir unterschrieben haben, auch wenn ein Kunde unzufrieden ist, und sie verhindern, dass Söldner ohne schwerwiegende Strafen ihre Kunden im Stich lassen. Das war ein sehr langer, verschachtelter Satz. Denn niemand will sich den Zorn von Comstar aussetzen. Aber die Gebühren, die Comstar für ihre SPK-Dienste einfordert, sind schlicht und ergreifend kriminell. Viele, die unsere Talente brauchen könnten, können sich das nicht leisten. Aber es behauptet ja niemand, dass Söldner nicht auch unlizenzierte Jobs von irgendjemand annehmen dürfen. Gerade kleinere Outfits wie wir können auf der Seite auch mal solche kleineren Aufträge annehmen, um uns über Wasser zu halten. Wenn du mehr solche kleineren Jobs erledigen willst, musst du dich bei einem Fixer melden. Sie suchen nach Kunden und versuchen dann, sie mit Söldnern zusammenzubringen, von denen sie glauben, dass sie den Job erledigen können. Meistens geschieht dies durch ein Treffen in einer regionalen Kantine. Wenn sie mitbekommen, dass du in ihrem Bereich tätig bist, melden sie sich bei dir und geben dir ihre Standorte und auf der Star Map durch. Ich habe dich da draußen bereits erwähnt, Kleiner, also könnte Rihanna vielleicht schon erste Aufträge für dich haben. Wenn du ihren Wünschen gerecht wirst, geben sie dir manchmal sogar Upgrade-Blueprints, mit denen deine Techniker deine Mechs weiter verbessern können. Wenn du hart arbeitest und dir einen Ruf für bestimmte Arten von Jobs machst, erhältst du sogar noch mehr Gelegenheiten für lukrative Aufgaben. Mit etwas Glück erhältst du vielleicht sogar seltene Technologien, wenn ein Fixer etwas ganz dringend braucht. Der Rest liegt nur an dir, Kleiner. Mach ihn die Hölle heiß. Wir können auf dem Schwarzmarkt vielleicht ein paar Sachen verkaufen, die wir eh nicht benutzen. Ich meine, so AK-2s, die benutzt da eh kein Mensch, oder? Ja, ne? Genau, sie passen nirgendwo rein. Ach so, warte mal, das war doch so, je kleiner die Zahl, desto größer der Umf, ne? Ah, so rum. Also, kleine Zahl, hohe Reichweite. Große Zahl, großer Umf. Okay. Ist auch so. Der AC-2 hat 576 Meter Reichweite. Macht aber nur Schaden 2. Gut, die verkaufen wir erstmal. Jaja. Eine AK-5 ohne Stern. Davon haben wir 3 Stück. KSR-2 kommt raus, weil, ne? Hatten wir uns ja drauf. Achso, gut. Oh, wir haben eine PPK. So. Ich guck mal gerade, ob die KSR-Munition da haben. Halbe KSR-Munition. Hm, kleiner Tipp: Du kannst oben diese farbigen Buttons anklicken, das filtert unten alles. Oh. Das macht's viel einfacher. Wir könnten KSR-Munition kaufen. Was soll ich machen? Kaufe ich mal zweimal. Das sind 320 Raketen. LSR haben wir noch. Brauchen wir sonst noch was? Was habe ich denn für eine AK im Dingens drin? Ja, das wäre nett. AK-10? Haben wir nicht mehr allzu viele. Moment. Genau. Achso. Oh. Hoppala. Egal. So. Was wollten. Wir haben hier einen KSR-4er. Ja, haben sie hier sogar im Angebot. Gewicht 2 Tonnen. Hier steht hier nicht. Slots stehen hier die nicht. Die kosten nicht allzu viel. Nimm ruhig mit, denke ich. Okay. Was ist ST? Willst du dann lieber eine gestaffelte Raketendings haben? Oder. Okay. Okay. Dann habe ich einen. Schau mal bitte. Ja? Schau mal bitte auf dem MacMark, was es da noch gibt. Ach da, MacMark. Ein Locust. Einen kaputten.
Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Okay, ja, so viel dazu. Was soll der kosten? Lohnt sich das für uns? 2 Millionen kostet der. Ja, nee, ist klar. Muss ja noch. Achso, meiner muss noch repariert werden. So. Wir müssen den Sektor wechseln. Nee, hier gibt's keine. Außer wir wollen in der Kantine mal gucken. Aktive Jobs. Sammler 8 Sprungdüsen Klasse 5. Sammler 1 Centurion Mech und gehe zu Söldner Sterne und sammle eine Solarzelle. Was zum Teufel? Wie wär's, wenn ihr uns mal an die Füße fasst? So, wir könnten Überfall oder Attentat? Überfall, Kriegsgebiet oder Attentat? Kriegsgebiet fand ich ganz gut jetzt, ne? Da ja. Sind wir gut drin, alles platt machen. Okay. Da. Achso, kann ich die abbrechen? Soll ich dann noch 11 Tage warten? Okay. Fertig. Achso, ich wollte ja mal in meinen Centurion reingucken. Ich habe so eine Stream-Raketen-Dings-Geschichte. Und eine AK-10 habe ich hier. Doch, müssten wir haben. Habe ich doch gekauft. Gekauft hast du KSR, aber wir hatten LSR noch da gehabt, dachte ich. Dachte ich auch, weil ich benutze auch eine LSR. Ist das unterschiedliche Munition? Sekunde. Du musst erstmal die Waffe einbauen, bevor die Munition angezeigt wird. Achso. Ich habe sie im mittleren Torso gezogen, bei mir wird jetzt unter dem Karteireiter Ausrüstung filtern LSR-Munition angezeigt. Ja, ein Vorpick. Vielleicht hast du keinen Platz? Nee, angezeigt wird sie trotzdem. Vielleicht. Also wenn... Wir haben noch 2 LSR-Munition. Ich wusste doch, dass ich welche gekauft habe. Achso, okay. Ansonsten hätte ich eine von meinen ausgebaut, weil ich die sowieso nicht... Ein Magazin sind 440 Schuss. Das heißt, ich habe 880 Raketen dabei. Die benutze ich sowieso nicht. Na, eher würde ich noch mehr AK-Munition einbauen. Warte mal, du sagst, du brauchst 10 Tage, ne? Ich überlege, ob ich nicht doch mal 2 Laser durch den Flammenwerfer ersetze. Mach das. Ich meine, aktuell pausieren wir eh gerade. Weil ich würde tatsächlich einen LSR-Munition rausnehmen und nochmal AK-Munition reinpacken. Weil die geht mir aus, die 80 Schuss, die ich dabei habe. Ja, ja. Ich habe 2. Ich hatte 2 LSR bei mir. Habe ich noch Platz für. Ach nee, ich bin schon bei Max, ne? 50 von 50, ja. Nein, ich will mehr Panzerung. Ich wollte mehr. Zeitverlauf. Wie viel brauchen wir? 10. Möchte noch irgendwer jetzt gerade irgendwas umbasteln? Bevor ich jetzt zum Jenner springe? Ja, ich weiß, dass du darauf wartest, Jake. Ich meinte jetzt Qui-Gon, ob er jetzt noch irgendwas nachträglich machen muss. Nur die Waffengruppen. Fertig. Okay. So, dann ist Jakes Jenner jetzt auch fertig.
Oh, Qui-Gon hat seinen Javelin umgefärbt. Nein, habe ich nicht. Hier steht ein weißer, ein weiß-schwarzer. Ja. Natürlich habe ich den umgefärbt. Ich finde das nach wie vor so lustig. Wie gesagt, ich fände es jetzt halt noch cool, um zu starten, dass du oben quasi auf die Bay gehen kannst und zum Cockpit, weil ich habe ein Video gesehen, als sie MechWarrior 5 angekündigt hatten, da war das so, da bist du dann halt in deinen Mech eingestiegen und das fand ich sehr cool. Ich finde es schade, dass sie es rausgenommen haben. Oh, hier gibt's mehr Geld, effektivere Verhandlungen. Ich speichere mal. Unter WTF-Schwierigkeitsgrad. ja, mehr Geld, ne? Hier gibt's plus 13.000 Gefahrenzulage. Ha? Aber es gibt doch mehr Schrottanteile. Es gibt mehr Schrottanteile und mehr Schadensabdeckung. Also es gibt von allen plus 25%. Wo ist meine Munition? Nö, das sind meine Geschosse. Für die AK. Ja. Was auch sonst? Das dahinter sind die Raketenmagazine. So, darf ich jetzt den Auftrag annehmen? Was wollen wir machen? Einfach nur Kohle? Sind fast 900.000. Oder wir nehmen 7 Schrott insgesamt. Wieso 7 Schrott? Na, einmal Geld. Weil einmal Geld nehme ich immer. Einmal Schrott. Okay, einmal Geld, wir haben zwei Schrott. Punkte nur. Ich wir haben nur zwei, schon drei oder so. Weil okay. Wir unbeliebt sind bei dem Haus den Kuritas, weil wir die schon ein paar Mal platt gemacht haben. Ja gut, was bringt immer ein plus 7? Also plus 25%, also am Ende den 7 einen mehr als sonst. Ich würde sagen, Hälfte. Wir können auch auf 11 gehen, aber das ist halt, ne, Geld brauchen wir, weil Reparaturkosten und den ganzen Kram. Ja. Mhm. Also soll ich mehr Anteile? Achso, würde uns. Ja. Ich würde schon gerne einen neuen Mac haben, aber. Ja, ja. Da macht zweimal Kohle. Zweimal Kohle? Ja. Okay. Ich finde es schade, dass da nicht. Ja, für mehrere Millionen. Na gut, dann. Ja, die Slots wurden getauscht. Jake ist auf Slot 2. Aber fairerweise muss man sagen, das hat gerade extrem gut funktioniert und wir haben den Javelin nicht verloren. War mal ein First. Oder Jake im Javelin. Du möchtest deinen Avatar wieder haben. Achso. Qui-Gon, willst du gucken, ob der andere Pilot nicht wieder fit ist, oder wolltest du den behalten? Da er die besseren Maximalzins hat, würde ich den erstmal behalten. Okay, gut. Ja, dann. Okay, alle ready? Jo. Ja. Okay. Ja, deswegen 25%. Ich finde den Start trotzdem immer noch cool. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Ich glaube, beim Multiplayer kommt dann jeder. Bis jetzt ja. Ja. Kontakte. Ich habe den rechten. Hab ihn. Sollen wir ihn pushen oder kommen lassen? Ist ein Spider. Kontakt Richtung Westen. Irgendein Kleinkram Richtung Westen, ein Panzer. Kann sich da mal einer drum kümmern?
Schieß auf sein rechtes Bein, wenn du kannst. Perfekt. Wir haben Türme. Kontakte? Richtung Westen? Für den Berg. Falsche Richtung für mich. Achso. Dann lassen wir die kommen. Achtet einer auf unsere... Was ist denn das? Nordflanke, dass sie nicht von hinten kommen? Nö. Okay. Dann gehe ich da mal hin. Ich möchte nicht einen Mac im Rücken haben. Zusätzliche Tangos. Ich glaube, von Norden kommt nichts. Zweiten Panzer habe ich kaputt gemacht. Hier von. Ja. Jo. Ziel verloren. Sauber. Der eine Mech ist ein Javelin, das weiß ich. Den anderen habe ich nicht gesehen. Einer ein Javelin, einer ein Kommando. Beides nichts Weltbewegendes. Ah, oh, schade. Ich pushe. Ja, das wollen wir ja klar. Gun, übernimmst du den Kommando hinter mir? Du wirst gerade bei dem einen hier. Hat er aber Glück gehabt. Nee, ich habe ganz knapp an irgendwem vorbeigeschossen. Ich nehme den linken. Das war ich. Das ist ganz knapp vorbei. Ja, dafür gegen Max schlechter. Weil sie einfacher abgefangen werden können. Gibt es auch Nahkampfbotter? Also, ja, du kannst zum Beispiel Flammenwerfer mitnehmen. Wo ist Qui-Gon? Qui-Gon? Yep. Die machen ordentlich Schaden und du kannst auch Kurzstreckenwaffen mitnehmen. Die können. Da acht. Kommt doch mehr, ja. Du kannst nur nicht Leuten auf die Schnauze hauen. Kettensägen-Massaker kannst du leider nicht machen. Der eine ist sogar ein Dicker. Ich glaube, ich habe mich einmal kurz getroffen. So. Mein linker Arm ist ab. Ja, ja, ich weiß, dass das mein Schildarm ist. Nicht die Mama.
der hat meine Schulter erwischt. Das heißt, mein LRM ist weg. Aber der ist auch weg. Kenn ich. Danke. Zeit zu gehen. Richtung Nordosten. Jo. Meine Autocannon ist nämlich auch schon fast. Ich verstehe die Einsage mit den Schadenswerten und sowas nicht ganz da oben. Der Balken bei mir hat schon irgendwie, naja, ein Fünftel verloren. Oder erst ein Fünftel verloren, während die Beine, also rechte Bein, rechter Arm halt eben mal rot sind und der Rest ist komplett gelb. Weil Beine nicht so als wichtige Komponente betrachtet werden. Ja, weil Laufen ist unwichtig. Du versuchst noch, nicht alles klar, okay. Noch nicht. Das war noch ein Flieger. Ja. Aber meine... Ja, ja. Das hat doch Quaggan gesagt. Nur meine Autokanone fällt fast ab. Wie viel haben wir denn gekriegt? Was lohnt sich? Oh. Ja, ach, okay. Dann warten wir hier noch einfach in der Nähe. Also ich bin fast im Arsch. Ja, wenn Mac kommt, sind wir aber raus. Warum sollten Roboter nicht anderen Robotern auf die Schnauze hauen? Musste die Entwickler fragen. Bei MechWarrior... Bei... Ja, Roboterboxen und Kaijus. Bei MechWarrior Online gibt's einen Nahkampfangriff. Der ist zwar nicht so effektiv, aber den gibt's da. Und bei Battletech gibt's den auch. Warum sie den jetzt bei MechWarrior 5 nicht drin haben, verstehe ich nicht. Ich persönlich fänd's cool. Ich das glaub, war ja auch damals bei den Autokanonen das Fiese, ne? Selbst wenn du den Gegner nicht vernichtest, hast du was so am Wackeln mit dem Ding, du könntest nicht mehr schießen. Also es gibt im normalen Battletech, das basiert ja alles auf einem Brettspiel, gibt es auch eine Umwerfenmechanik. Wenn du hier solche Projektilwaffen benutzt wie ich, hast du eine hohe Chance, dass du jemanden umwirfst. Und dann die können halt nicht von alleine aufstehen, die Battlemechs. Und ja, es dauert halt Ewigkeiten. Die es können, weil es gibt auch einige, die können es halt einfach nicht, weil sie so schwer sind. Wenn sie stehen, stehen sie. Und, ja, wir vermuten halt, dass die Devs das nicht mit einbauen wollten. Ja, weil das, was dem Gegner passieren kann, kann dir halt auch passieren. Und, naja. Fast 1 Million, finde ich gut. Ja. Wir haben 500.000 als Schaden. Wir hätten 2 Javelin mitnehmen können. Einen Kommando hätten wir mitnehmen können. Oder einen Javelin, ja. Ja, dann nimm auf jeden Fall nochmal den LSR-10 mit, bitte. Sekunde. Und wenn wir schon dabei sind, die Munition auch. Ja. Ja, ich kann den nicht einbauen, aber... Munition habe ich gekauft für den KSR. Dann machen wir das so. Dann sind alle Shares weg. LSR-10, LSR-Munition und KSR-4. Ha! Ich hab nicht am meisten Schaden. Ja, ich werde wahrscheinlich am meisten Schaden gekriegt haben, ja. Weil mein LRM ist raus, mein Langstreckenraketenwerfer, den haben sie mir weggeschossen, die Schulter haben sie weggepustet. Das ist das, was so teuer ist. Na, da ist es, und der wird halt neu installiert jetzt, aber wir haben halt noch welche. Von daher ist das nicht ganz so tragisch. Und einmal Munition habe ich verloren. Zweimal Munition habe ich verloren. Ja, jetzt stehen wir hier einen Monat. Der sieht nicht mehr ganz so gut aus. Und was ich halt cool finde, ist, du kannst hier halt stehen und es dir angucken, wie kaputt der ist. Da ist halt nicht mehr so viel original. Ja, und die Schulter, wo die Raketenspitzen rausgucken, die haben sie mir weggeschossen. Deswegen war der Arm weg und alles andere. Und da finde ich halt, war MechWarrior 3 auch besser und 4 auch. Weil da hat dir der Bordcomputer hat dich besser vorgewarnt, beziehungsweise hat halt
Bescheid gesagt, wenn sowas passiert ist. Da kam dann halt, Achtung, interne Munitionsexplosion. Und dann wusstest du halt, scheiße, ich sollte mich aus dem Kampf rausziehen. Ja. Ja, und halt auch, genau, was Jake auch gerade sagt, kritischer Treffer, Raketenwerfer. Du wusstest halt, ohne nachzugucken, was dir weggeschossen wurde. Und was bei MechWarrior 3 noch deutlich besser war, ist, du hattest einen Versorgungskonvoi dabei gehabt in der Mission. Ja. Jedenfalls in vielen. Gute Nachricht. Aufstellen konntest und reparieren und sowas. Ja. Aber sowas ähnliches gibt's hier zwischendurch auch. Ja. Ja, gut, es gibt diese Gebäude, habe ich gesehen, aber. Ja. So, Verteidigungsmissionen würde ich nicht machen, die finde ich scheiße. Wir hätten hier eine, könnten wir machen. In DeBerry. Ja, 20 Tage dauert alleine die Reise. Wir könnten aber auch ins nächste Kriegsgebiet oder einen Überfall machen. Das sind genauso 20 Tage Reisezeit. Und wäre halt wieder ein Kriegsgebiet. Da sind wir sehr gut drin. Wichtig ist, wir sollten uns erstmal bei einer Fraktion dann aufhalten, ne? Dass wir nicht immer irgendwie rauf, runter, rauf, runter. Ich glaube, das können wir nicht vermeiden. Also aktuell sind wir ja sowieso in dem Sektor hier. So, wir springen mal. Ah, unten rechts wird mir auch Ladezeit angezeigt. Also, das finde ich wenigstens gut. Auch wenn die Zwischensequenz einem irgendwann zum Hals raushängt, sie nutzen sie. Das ist ja gerade witzig, bei mir kommt die gar nicht. Sie nutzen es wenigstens als Ladezeit. Zum Teil, ja. Also ich laufe immer noch auf dem Hangar rum, oder im Hangar rum. Ich brauche noch. Wo steht's? 13 Tage rechte Seite. 13 Tage, ja. Möchte sonst irgendwer was machen, weil ansonsten müsste eigentlich kommen. Nee, ja, das passiert nicht. Ich glaube, ich kann nicht viel machen. Wenn ich sage, passt nicht viel mehr rein. Ich guck mal hier auf dem Mac-Markt. Hier gibt's halt gerne Raketen. Hier gibt's einen Urban Mac und einen Locust im Angebot. Wir haben beide beschädigt. Der Urban ist ein 30-Tonnen-Mac. Ne, ja, zwei. Ein Large Laser und eine AK-10. Ja, nehm. Okay. Der würde auch 2,1 Millionen kosten. Aber wer halt. Einen Panther würde ich auch nehmen, aber den gibt's hier halt leider nicht. Noch nicht. Gut, also alle soweit zufrieden? Ich auch nicht. Dann. Auftrag, hier gibt es zwei Kriegsgebiete. Richtig. Wir können aber auch für eine bleiben. Da gibt, hätten wir. Was ist denn Entfernungsverordnung? Ja, das sehe ich schon. Entfernungsverordnung. Nach Angaben von Informationen ist aufgrund eines Logistikfehlers eine beträchtliche Menge an Haus Kurita-Munition auf Greeley 5 am gleichen Ort. Es wäre eine Schande, wenn ihr etwas zustoßen würde. Es wäre in der Tat eine Schande, wenn du ihr zustoßen würdest. Das finde ich schon lustig, lass uns das machen. Können wir machen, okay. wir stehen so gut mit dem Haus Davian, dass wir. Ja, ich sehe es. Alle C-Noten machen können, alle Schrottanteile und Schadensabdeckung. Ja. Das ist schon komplett Schrott. Das Einzige, was wir hier gerade nicht kriegen, ist Luft- und Angriffsunterstützung. Aber die kriegen wir so oder so nicht. Stimmt. 0 von 0. Wir kriegen hier alles. Nehmen wir an. Alle das ready? Planen wir nicht ganz so leicht. Ja, bin ready. Gut. Achso, ich muss nochmal Space drücken. Genau, achso, genau. Bin ich auch richtig? Du bist. Ja. Du hast deinen Javelin. Bist du denn. Du bist ein Charakter, ne? Ja. Qui-Gon hat auch noch keinen gekriegt. Ja, aber wir sind Fähigkeiten aber vorhin um 2 Punkte gestiegen zumindest. Achso, vielleicht musst du die selber verteilen? Nee, wüsste ich nicht. Ah, okay. Ja. Auftragsinfo. Ach, hier steht nicht, was wir machen müssen. Das ist so.
Das kriegen wir gleich im Dings. Also wir werden die Munition zerstören sollen von der Beschreibung her. Ja, denke ich auch. Da sollten wir dann tatsächlich einen relativ schnellen Smash and Grab machen. Also, dass wir wirklich schnell versuchen und uns nicht auf Ewigkeiten lange Kämpfe einlassen. Bei der Munition darauf achten, die macht wirklich kabum. Also, man sollte nicht zu nah stehen. Okay. Gute Nacht, Hastur. Oh. Ein Einstieg. Our client wants the building and all of its contents destroyed and is willing to generously compensate us for our efforts. Ja, das haben wir gemerkt. With an evac point once all objectives are destroyed. Teilen wir uns auf? Nein. Nein, will ich nicht. Zumal die auch halt so nacheinander zu sein scheinen, ne? Kontakt. Ah, ist nur ein Turm. That's close enough. Ready to start pick-up operation. Passt, Moment. Ich kann Schrott einsammeln. Oh, ja dann. Ich kann Schrott eingesammelt. Oh, okay. Gilt das hier für alles? Nee, das sind so Kisten, wenn die irgendwie in den Grünen drin liegen oder sowas. Oh, hoppala. Ich bin wohl einfach durchgelaufen. Ist der Panzer Schrott? Ich hab Schaden bekommen. Ja, hier steht noch ein Panzer. Ein Panzerschrott, ja. Nee, ein Turm steht hier noch. Der hat mich besonders lieb. Alles klar. Machst du? Gut, wir sollten uns auf den Weg machen, nicht dass es hier irgendwie abhaut. Der Torso ist schon leicht orange. Der Arm nicht, aber der Torso. Mein Torso ist ein bisschen gelb. An dem Schusspanzer gerade eben. Ja. Der Panzer sollte. Mac! Geschützturm. Copy. Dragon, Vorsicht. Ja. Yeah. Hinter uns ist noch ein Panzer. Okay. Den hat's voll aus den Latschen geboxt. Rechts rum rauf oder links rum rauf? Kannst ruhig rechts rum rauf. Bin ich schon umgedreht. Jo. Oh. Ja, ich war tot zu erhalten. Ja. Hingehen, vorstellen, gedrückt. Also gedrückt halten. Jo. Komm sofort. Excellent find, Commander. Beginning recovery now. Hab ihn. Vorsicht, Panzer. Na komm. Also geht doch. Der Trick mit dem nach oben reißen funktioniert immer noch. Oh, hier ist eine Repair Bay. Funktioniert die? Nein. Ich
Turm. Na dann. Ja. Feinde sind nicht damit einverstanden, was wir hier gerade gemacht haben. Für sowas sind leichte Mechs echt praktisch, weil ihr deutlich schneller da seid als ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, da steht noch ein Panzer. Hier ist ein Schutzturm. Oh. Oh, hier war noch ein Schatz. Oh, schade. Ja, das waren bis jetzt immer 13.000. Hey, die haben den ganzen Schaden von der Schadensabdeckung bezahlt bekommen, so wie es aussieht. Wir können einen Urban Mac einsacken. Der ist 1,1 Millionen wert. Alleine zum Verkaufen lohnt er sich. Ja, ich denke. Weil der Rest ist nur Scheiß. Großer Laser? Der KSR, LSM. Den Sprunggewissen hatten wir doch eh nicht genügend gehabt, oder nicht? Aber LSR haben wir doch welche. Ja und? Large Laser. Achso, L-Laser. Das ist ein S-Laser bei mir. Ja. Oh. Oh. Ah, okay. Ja, und trotzdem den LSR noch, bitte. Ja, yeah, den hätte ich so oder so mitgenommen. Die KSR-Munition und eine Sprungdüse? Weil wir keine haben? Ist halt lieber das Teuerste, also von daher von oben nach unten, wenn die nichts anderes brauchen. Erlittene Schäden 103.000. Ja. Schadensabdeckung 400.000. Ich habe jetzt Flammenwerfer auf Level 2. Ja, sehe ich. Ich weiß gar nicht, warum ballistische Waffen bei mir die ganze Zeit stehen. So, aber die 103.000 müssen wir jetzt nicht bezahlen, ne? Sondern die zahlt die Schadensabdeckung. Ah, okay. Warte mal, was kostet das? Also bei mir würde die Reparatur 11 Tage dann dauern. Apropos, genau, schau nochmal auf den Mac-Markt gleich, Der Urban Mac würde nur 200.000 zum Reparieren kosten. Das bringt ja zum Verkaufen? 2 Millionen. Der kaputte zum Kaufen hätte 2 Millionen gebracht, den hier zum Verkaufen. 300.000 momentan. Weil er halt nur noch Torso und linke Schulter ist. Das heißt, wir könnten gucken, reparieren und gucken, ob sich das finanziell lohnt. Ja. Ja, von mir aus. 200.000 ist ja erstmal... Zu spät. Kann wir ja immer noch. Der ist ja... Der lümmert da ja nur so rum. Ja, oh, hoppala, jetzt habe ich den Chef in Reparatur gesagt. Schau nochmal auf den Mac-Mark, bitte. Mac-Mark, da. Na, hier ein Urban Mac kostet 2 Millionen zum Kaufen. Das sind immer noch die gleichen. Okay. Ja, ja. Vielleicht, wir werden sehen, ob es sich lohnt oder nicht lohnt. Ich hoffe, wenn er repariert ist, ist der mehr wert als 388.000. Gucken wir mal. Selbst wenn wir dann die Waffe rausnehmen, ne? Weil die AK-10, die behalte ich. Die kommt da wieder raus. Oh, haben wir sowieso nicht. Kann ich den hier noch... Ich würde den gerne editieren, während er repariert wird. Nicht während er repariert wird. Warte mal, kann ich das hier abbrechen? Nee. Doch, ja. Rechts, doch, das da, ist rechts. Wahrscheinlich. Reparieren, nein. Ausstattung, so. So, wenn ich alles reparieren mache und dann die Ach so, zurück. Also, die erstmal rausnehmen und jetzt alles reparieren. Und Munition nehme ich auch noch raus. Warte mal, da ist. Wir könnten da was anderes reinpacken. Aber wir wollen ihn ja verkaufen und gucken, was du hast dann. Alles entfernen.
Alles entfernen und jetzt alles reparieren. Yep. So, und dann gucken wir mal, was der wert ist. Okay. Genau, wie viel ist er denn jetzt wert? 200.000 kostet er zum Reparieren. Das räume ich jetzt einfach mal ein. Immer noch 388.000. Also wir gucken mal, okay. Wir gucken mal, was da repariert ist und was dann bei rauskommt. Nee, es geht darum, weil wir gerade ein paar Sachen ausgebaut haben, die noch heile waren. Und der hat den Preis nicht verloren. Also den Wert nicht verloren. So, warte, Zeitverlauf. Wir haben noch eine Mission. Ja, aber wir müssen erst noch Zeitverlauf machen, damit die Dinger alle repariert sind. Ja, das kannst du machen, wenn du die Mission auswählst. Dann fragt er dich, willst du warten, bis es soweit ist. Achso. Beende das Pad, würde ich sagen. Ist ja, wieder klar. So eine Kriegsdingens. Gleiche Funktion halt, ne? Richtig. 6 Verhandlungspunkte. Ja. Und 25% extra das Zulage. Das heißt, wir kriegen 1,2 Millionen. Ja. Und 11 Baupunkte und halt 500.000 Schadensabdeckung. Ja, klingt doch gut. Das klingt gut. So. Mind the weather, Commander. It'll compromise your visibility. So, und wenn ich jetzt auf bereit klicke, müsste er ja sagen, hey, die sind noch nicht heile, ne? Ja, da musst du gleich über eine Meldung kommen. Warte, zum Singleplayer so. Ja, das darauf achten wir. Warten wir einfach mal. Ansonsten gehen wir auch mit leicht kaputten Max rein. So. Ja, wobei leicht ist gut. Da, 11 Tage. Jawohl. Zack, fertig. Alle ready. Gut. Dann wollen wir mal. Sichtweite reduzieren. Ja. Ja, oder eben an 3 Max gleichzeitig arbeiten. Nein, das können die Leute halt nicht. Das Wissen ist verloren gegangen, das ist Ancient Tech. Ja, genau. Das wirkt ziemlich düster gerade. Oh, was ich gerade sehe, so, ist, der drückt Schiff. Tatsächlich auf die Knöpfe im Cockpit. Hubschrauber. Da ist auch ein Mech. Oh, ja. Weiß ich nicht, aber wir flacken erstmal auf den Mech. Ich hab den Panzer, ich sehe keinen. Doch jetzt. Da müsste ich halt hinlaufen, ne? Kann ich machen, aber. Boah, natürlich bleibt der Mistkerl jetzt stehen, ey. Doch immer so. Ja, komm her. Oh, du hast ihm ein Bein weggeschossen. Das ist echt geil. Das ist so kacke, was ich kann auf Kamera durchgehend benutzen. Ja. Mit dem Brettler sieht sogar ein bisschen dabei. Also meine Hitze, wenn ich die Raketen abfeuere, wird so viel, also Raketen und Laser abfeuern, wird so viel Hitze generiert, das geht bei mir nicht auf. Moin Max. Ja, ich finde auch Multiplayer macht mehr Spaß als Singleplayer. Wobei Singleplayer schon witzig ist, aber Multiplayer. 17 Ziele. Da okay. Ist es mir relativ egal, dass die Story begrenzt ist, ne? Ja, aber es wäre halt schön gewesen, wenn du zumindest das bisschen Story von Anfang an mitnehmen könntest. Ja, das schon, aber ansonsten stört es mich halt eben nicht, dass es keine gute Story dabei ist. Auf den Süden. Ich nehme den hinteren. Okay. Ich sage jetzt nicht, dass ich mit der Autocannon gerade einen Hubschrauber aus voller Bewegung weggeputzt habe. Qui-Gon, nimmst du den im Südwesten, den Panzer? Den hinterm Berg? Ich würde gerne Markierungen setzen. Ich sehe keinen. Hier, hinter dem... Hinter dem Berg hier. Hinter dem Berg hier, ja genau. Da, der da. Oh, er kann. Komm zurück, Qui-Gon. Ich schieße noch eine Salve auf den Hubschrauber. Alles klar. Was sind wir denn hier? Ein Floh!
auch nur eine Stufe vor einem Elemental, ey. Spider? Der versteckt sich da hinten. Oh, ich seh's. Mein, der Wald hat die komplette Seife geschluckt, ey. Oh ja, einiges. Kannst du dich um den Kleinkram kümmern? Wovon? Recon has spotted additional bogies. Heading along a trajectory that intersects with your position. Oh. Oh, da hinten. Er kann. Komm schon. Schalte ihn auf. Oh. Das wäre so schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Alles klar. Okay. Vorsichtig. Sorry. Ach, du läufst hier immer noch vor mir rum. Hab ihn aufgeschaltet. Ich hab hier einen Vulkan. Alles klar. Ich krieg den Vulkan gerade nicht gelockt. Jetzt hab ich ihn wieder. Ja, das wäre super. Der geht mir nämlich gerade ein bisschen auf den Piss. Achte auf seinen rechten Arm, da ist ein Flammenwerfer drin. Jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen, glaube ich gerade, bin ich jetzt bei dir oder bei Jake? Sind gleich da. Linkes Bein ist weg. Jawohl. Und unterbricht er zusammen. Und ich bin hier noch ausgewichen sogar. Ja, das wäre schön. Wir können ja hier oben auf dem Berg noch bleiben und Langstreckenziele rausnehmen. Das hat sich finanziell beim letzten Mal auch nicht wirklich gelohnt. 13.000 oder so für einen Kill. Naja, wenn jetzt noch ein Hubschrauber käme oder sowas, würde sich das ja anbieten. Ja, der ist was, aber die sind... Ich sehe einen Panzer. Ja. Soll ich reingehen oder nicht reingehen? Als ich? Panzer lohnen sich nicht. Also geh ich rein. Könnt reingehen, ja. Hm? Bin schon drin. Ich jag jetzt nicht einen Panzer hinter einem Berg. Das macht keinen Sinn. Oh, Errungenschaft. Ich die Kütte. Ich nicht. Wieso kriege ich kein Achievement? Ich weiß nicht. Ein Spider können wir haben. Ist 2 Millionen. Ist 2 Millionen wert und. Würde aber alle Anteile fressen. Dann würde ich eher die PPK nehmen, oder? Wir haben noch eine. Also eine, ja, eine haben wir. Ja, eine. Ist das ja nur. Ne? 2 Millionen für einen Mac? Oder eine PPK für 200.000? Nee, plus den ganzen Rest. Ja. Ja. Also ich würde die PPK nehmen, glaube ich. Und von da aus dann halt eben. Was kriegen wir denn? 2, 3, 4,5. Ja. Ich meine, die PPK bin ich ganz bei dir. Je mehr, desto besser. Aber wir würden halt, der Rest ist alles scheiße. Na, da ist das Wertvollste. Ich overrule mal und nimm den Spider. Und Energielevel 2. Oder 4 oder was auch.
Warum habe ich viel Energiewaffen XP bekommen, aber nicht für den Flammenwerfer? Weil Flammenwerfer immer noch Energiewaffen sind. Ach, das ist Überhitzungsgefahr, das andere Ding gewesen, die Flamme. Richtig. Deswegen, ja, ich dachte gerade eben, dass wenn eine, ja, eine eigene Waffe... Deswegen levelt bei mir Überhitzung auch, weil ich die ganze Zeit überhitzt bin. Ich habe zum ersten Mal wenigstens Schaden bekommen. Erhöht die Chance, feindlichen Beschuss auszuweichen? Ja. Das bei mir reduziert den erlittenen Schaden, weil Beschuss steigt, das weiß ich, weil ich tanke wie blöd. Wo steht denn das? Ja, weil die Fahrzeuge halt eben separat Lufteinheiten, sind. 6 Stück. Max, hat jeder von uns einen? Ist doch gut. Verursachter Schaden habe ich davon. Oh, durch dick und dünn habe ich Errungenschaft. Ja, wo sieht man das? Also jetzt hast du erst bekommen. Die tauchte jetzt erst bei mir auf. Wenn ich so und so viele Missionen im Dingens. Der Spider hat nur 2 mittlere Laser. Den repariere ich einfach komplett so, wie er ist. Boah, der kostet fast 5 Millionen. Im Koop. Aua. Antriebs- und Gyroskop-Reparatur 600.000. Nee. Dann warte doch mit dem Reparieren erstmal. Ja. Also A, brauchen wir nicht reparieren im Moment. Hier ist es ja teurer. Und wir können den Test abwarten mit dem anderen, ob sich das lohnt. Weil wenn nicht, können wir gleich verkaufen. Der wäre 676.000 wert, wenn wir ihn so verkaufen, wie er gerade ist. Ja. Da würde ich schon fast sagen, draufgeschissen und den direkt raus. Lass uns doch den Test, aber den Test mal abwarten. Ja, ist ja gut. Ich hab's 22 verstanden. Tage, Mann. Ich hab's verstanden. Ich glaube, ein oder zwei Missionen kriegen wir heute noch hin. Also von mir aus zumindest. Ja, von mir aus auch. Wieso, haben wir keinen LRM mehr? Lass doch mal kurz um Magma. Achso. Dann lass uns doch mal in der Ausrüstung kaufen. Genau, dann zeig doch mal. Das finde ich voll doof. Es wäre viel geiler, wenn da wenigstens jeder andere mit reingucken könnte. Hier gibt es einen LSR-5er. Ach so. Ja, dann. Dann soll ich lieber gleich 2 kaufen? Was ist denn der S-Gem-Laser? Leichter chemischer Laser. Was bringt der? Punktverteidigungsenergiewaffe mit kurzer Reichweite und hoher Taktrate. Verwendet ausgerüstete Chemikalienspeicher als Munition. Okay. Nee, klingt doof. Das könnte sein, dass der Raketen abfängt. Ach so. Sicher. Sekunde. LSR-Munition ja, sollte ich vorher... Haben wir noch 2? Ich kaufe sie trotzdem, weil, ne... Die kosten ja nicht so viel. Kostet fast gar nichts. Oh, Sprungdrüse Klasse. Also die haben wir auch sogar Klasse 5. Was ist schweres Geschütz? Oh. Wie viel Schaden macht die? So, ich bin mal kurz auf Gaffel. Schaden 18. Die kostet ja auch nicht so viel. Ich kauf mal eine. Ich bin geneigt, die ein bisschen auszuprobieren. Deine Reparatur, du warst der Javelin, ne? Jenna. Oh. Na, das ist ja... Ich muss mal in meinem ein bisschen... wursteln. AK-10 habe ich. Okay. Wie viel Schaden machst du denn? Schaden 10, Feuerrate 20 Schuss pro Minute. So. Schweres Geschütz, 5 Schuss pro Minute. Schaden 18, also fast doppelt so viel. Macht aber deutlich mehr Wärme. Was für Munition braucht der? Der ist schwere Geschütz. Ich glaube nicht AK-Munition. Ja, dann bringt die mir noch nichts. Schade. Der macht halb so viel Schaden. Oh. Ach, wir haben nur Standard-Wärmetäuscher. Ja, dann muss ich meinen einfach nur ganz normal standardmäßig reparieren. Okay. Gegen wen geht denn das? Außenweltallianz, also Schnurzpiepe.
Wir hätten 5 Punkte, das heißt, wir könnten 10 Noten komplett machen und Schrottanteile 1. Was wäre das denn? Das wäre 1,2 Millionen und 6 Schrott. Oder 3,11, ne? Schadensabdeckung wieder. War jetzt nicht ganz verkehrt. Schadensmale, glaube ich. Ja, aber wir sind nie an die 400.000 komplett rangekommen, ne? Ja, stimmt auch wieder. Aber Schwierigkeitsgrad 12, also dies könnte jetzt etwas schwieriger sein. Was müssen wir hier überhaupt machen? Kriegsgebiet, wie gerade eben auch, alles vernichten. Oh, ja, okay. Dann nimm dann die 2010 Noten. Oder? Ja, egal. Ja, nimmt sich nicht viel, ne? Wir können auch Luftangriffe mitnehmen. Einfach mal vor Shit and Kegels, aber. Oder wir nehmen 2 Schrott. Dann hätten wir 9. Bei Schrott, glaube ich, lohnt sich nicht so unbedingt. Also, einen Mac wirst du damit eh nicht kriegen. Und Kleinkram kannst du auch mit 6 kaufen. Dann kannst du halt eben ein bisschen weniger. Ich glaube, dann. Dann. Machen wir 3-1-1 wieder? Ja. Finde ich ganz angenehm. Ist 1 Million fest. Und halt Schaden wird halt geblockt. Also das ist halt... So, wir wollen 10 Tage warten. Genau, plopp. Alle ready. Oder musst du noch irgendwas machen? Dann würde ich nochmal auf abbrechen. Stampf, 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 stampf. Man muss ja auch dazu sagen, wir sind kleine Battletech-Nerds, beziehungsweise MechWarrior-Nerds. Nicht die super Hardcore, aber wir mögen das Universum und wir haben da unseren Spaß dran. Irgendwer hat seine Sprungdüsen mitten im Landungsschiff gezündet. Okay, ich weiß nicht. Aber es waren meine Düsen. Falschen Knopf gedrückt, ne? Ey, ich freue mich schon drauf, wenn wir hier mit größeren Mechs rausgestampft kommen, weil das einfach cooler ist. Mech! Ich kann nichts machen, weil die Flammen gar nicht funktionieren. Was sind die Flammenwerfer? Die werden ständig ausgelöst gerade. Aha. Ah, ha, hab's gefunden. Makro-Taste. Oh. Ich gehe um das Gebäude drumherum und versuche den Mech zu kontern. Gib mir Deckung. Ja, ich muss erstmal hinkommen. Ich war gerade eher erstmal abgelenkt. New Target, Spider. Mech von. Spider erfasst. Deck aus Süden. Das ist der, okay. Hier ist irgendwo Loot. Ja, bei mir in der Nähe. Ich bin gerade hier im Gefecht. Ja, entweder du oder Qui-Gon. Einer von euch beiden muss halt. Super. Hier ein Panzer schießt auf mich. Du schießt Schaden dadurch. Enemy forces moving in, Commander. Get ready for them. Vielleicht da, wo der Mech von hinter uns. Im Norden. Vielleicht ist der gegnerische Mech durchgestampft oder es war bei dir in der Nähe, Jake. Ist ja nur ein Kommando. Ja, du nimmst Schaden, mein Freund. Da hast du das richtig erkannt. Der hat nur noch einen Kurzstrecken-Raketenwerfer, Qui-Gon. Machst du ihn fertig? Ja. Das ist dafür, dass du auf mich geschossen hast, du Kleiner. Ist geil, ey. Ne, Qui-Gon konnte ja auch Loot einsammeln. Ja.
Ich guck nochmal da, wo der Spider vorhin auftauchte. Vielleicht hat der den entdeckt. Die können auch in so einem Gebäude drin stecken teilweise, ne? Hm. Und normalerweise siehst du es, wenn du nach und nach zwei Max, zwei Max. Und Hubschrauber. Alles klar. Ich stampfe hier mal um diese Gebäude rum. Ich sehe hier nichts. Ist auch egal, so wichtig war das in der Eni. Schade. Wollte ihm ein Bein wegschießen. Yep. Hoppala. Gut, ich lasse euch da mal. Alles klar. Bleiben wir hier und warten auf den, oder? Bitte? Bleiben wir hier und warten auf den? Ja. Ich wollte nur ein paar Raketen in seine Richtung schießen. Panzer und Hubschrauber hinter uns. Ich habe den Hubschrauber anvisiert. Hubschrauber habe ich, Panzer noch nicht. Erschreck mich doch nicht so. Bist du den Jenner? Den Spider? Alles klar. Nee, hier ist auch kein Loot. Hm. Ich liebe ja, Autocannons. Ja. Da trete ich einmal drauf, dann ist er ruhig. Raketen schlagen zu kurz ein. Jäger. Ja. Ein Hubschrauber down. Shit. Weiter Hubschrauber down. Ich komme zurück. Alles klar. Mein Torso ist nicht mehr ganz so fit. Ich versuche erstmal LRM auf den Panther. Raketen spam. Ben. Jo, zieh dich zurück. Der hat mich besonders lieb. Ja, weil ich ihn nämlich auch besonders lieb habe. Bein ist weg. Shit. Zweites Bein ist weg. Jo. Hat nur Kurzstreckenraketen und Medium Laser im Nahkampf bekämpfen. Beine sind fast im Arsch. Und das war's. Ich bin nicht mehr ganz so fit. Ja, die Weg. Wo ist die Landezone? Ach, da hinten. Norden. Alles klar. Ich finde das so krass, wie schnell ihr seid im Verhältnis zu mir. Der Tech ist ja noch schneller, der ist über 100. Ich bin noch unter 100. Ja, mehrere, vier Stück. Die können wir noch mitnehmen.
Sorry. Irgendwem habe ich den Kill geklaut. Hier oben auf dem Berg steht, glaube ich, noch einer. Den habe ich gleich. Wo ist der vierte? Es sollten noch vier sein. Nee, einer hat eine Truppe dicht. Achso, okay. Ja. Our window for extraction is closing. Let's get out of here. Ja, das beschädigt. Ja. Auch der Großteil kam gerade eben am Ende, wo ich Trupp gerammt habe. Hoppala. Boom, Stufe 5. Wir sind jetzt Berufssoldaten. Wir können also Penta. Gesamtschaden 14. So viel hätten wir nicht mehr haben dürfen, wenn wir alles reingepackt hätten. Ja, sag ich doch. Aber der Loot ist dann so ein Scheiß. Nehmen wir doch die PPK, wa? Ich will den Panzer haben. Ja, ich nehme meine 6 Shares und die restlichen kaufe ich so. Weißt du? Ja. Ne, ich fände es gut, wenn ich meine Shares halt anteilig, dass ich nur noch mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, super. Dann gehe ich einfach nach oben durch. Oder? Hier ist ja ein LSR-5er. Den nehmen wir lieber mit, statt eine Sprungdüse. Weil, ne, so viel... Ja. Ja, Rest ist... Gedefiz. Okay. Ärgerlich. Nee, aber ein Panther wäre halt jetzt geil gewesen. Hey, ich habe 3 Mechs abgeschossen. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, unser Urban Mech ist fertig. Und was ist er jetzt mit dem Verkauf? 400.000. Ernsthaft? Ja. 407.152. Also würde ich nur dann, wenn du auch damit was machen willst am Ende. Ja. Ja, achso. Ich meine, die Überlegung ist halt. Achso, der hat ja wirklich nur 2 Waffenslots. Ja, hat doch Jack gesagt vorhin. Ja, ja. Oh. Ja, das ist tatsächlich eine ordentliche. Ich meine, da passt eine AK-10 rein. Ja. Was ich noch ein bisschen schade finde hierbei, ist tatsächlich auf der linken Seite bei der Ausrüstung, warum werden die nicht so groß angezeigt, wie sie sind? Ja. Das war doch früher auch der Fall. 1, 2, 4 Slots und so weiter. Ja. Das würde ich auch lieber direkt sehen. Ja. Ja. Nee, das war halt eine Überlegung. Und wenn Qui-Gon jetzt halt gesagt hätte, ich hätte gerne einen Urban Mech, weil er momentan sowieso im Nahkampf unterwegs ist. Oder den Spider. Nur der Spider. Ja, aber der Urban Mech ist dann zu langsam wieder dafür. Das weiß ich nicht. Wie schnell ist der? Geschwindigkeit 32. Aber dafür 192 Panzerung. Der hat... Okay. Was hat deiner momentan? 97,2. Ja, auch, ja. Geschwindigkeit halt. Panzerung 104. Ach so. Stimmt. Warte, ich pack mal eine AK... Ich baue mal eine AK-10 rein. Munition braucht er auch noch. AK-10 Munition. Ins. Ne, nicht ins Bein. Rechter Torso. Und weil Qui-Gon gerade damit rumrennt, die Flammenwerfer in die andere Seite. Dann. 2 Wärmetauscher. Willst du Sprungdüsen drin haben, Qui-Gon? Ich will das Ding gar nicht haben. Nein, es geht nur gerade darum, um einen theoretischen Mech zu bauen.
Ja. Würdest du Sprungdüsen haben wollen oder nicht? Bei 32 km/h lohnt sich Sprungdüsen nicht so richtig, finde ich. Okay, gut. Dann Max Panzerung. Aber Wärmetauscher könnten mehr rein. Bei mir sind, glaube ich, jetzt bereits 6 drin oder sowas in der Art. Achso. Wo steht denn. Achso, da passt noch was rein. Warte mal, noch ein bisschen mehr. Achso. Wir haben keine Wärme. Doch, da. Wie viel hast du? 6 hast du gesagt? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich kann nicht reingucken gerade. Aber egal. 4 passt auch. Ja, du hast ja Wärme. Nur einen Flamer. Die AK macht ja kaum Wärme. Meine Wärme ist 1,22 pro Sekunde. Kannst du das hier irgendwo sehen? Ja, ungefähr kommt das jetzt hin. Wärmekühlung mit allem, ja. Was ich drin habe, wäre jetzt 1,4. Panzerungen wären aber 250. Ja. Und? Ich will trotzdem, der ist 60 km langsamer dann. Ja, ne, es dafür ging lohnt ja sich das nicht. Es ging ja einfach nur darum. Ne, und Werte vergleichen, weil. Und es würde noch mehr Munition reinpassen, aber mehr halt nicht. Guck mal. Gut. Der raus und dann einfach. Genau, und dann kommt der Urban Mac raus. 400.000, bam. Und der Spider kommt auch raus. Für 600.000. Firma dankt. Gut. Meinen bitte einmal reparieren. Dankeschön. Jetzt haben wir 8,5 Millionen. Ja. Das ist schon mal. Was haben wir auf dem Markt? Haben wir überhaupt irgendwas auf dem Markt im Moment? Die gleichen wie vorhin auch, ne? Oh, ein Spider, der ziemlich im Arsch ist, und ein Urban Mac, der super repariert ist, aber unbewaffnet. Ich glaube, ich weiß, warum die so teuer sind, die mit den 2 Millionen, weil da Waffen drin sind. Und das ist ja das, was so teuer ist. Mhm. Und der, ne, der Urban Mac hat einen Large Laser und eine AK-10, deswegen geht der hier für 2 Millionen über den Tisch. Und unsere hat halt nur Panzerung. Ja. Okay. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, nochmal ins Industriegebiet und dann gucken und dann Feierabend. Ja, können wir machen. Wo wollen wir hin? Nochmal so einen Überfall? Industriegebiet. Ach, Industriegebiet. Handel, kaufen. Oh, Entschuldigung. Nehmen wir wieder Broadus? Ja, ne? Ach, Reise ist nicht gestattet. Wieso ist Reise nicht gestattet? Okay. Da dürfen wir nicht hin. Da dürfen wir auch nicht weg. Beziehungsweise wir bei. Warte, nicht reisen. Warte, nicht was dran. Bei DeBerry, da ist ein Schildsymbol dran. Hat das was zu bedeuten damit? Aktuelles System. Ne, wir dürfen generell nicht reisen. Also egal, wo wir hin wollen. Ach nee, weil wir mit Rihanna sprechen müssen, deswegen. Wegen Level Up. Wegen Level Up und dem ganzen anderen Kram. Gut, dann treffen wir uns in der Brücke und dann. In der Brücke, mhm. In der Brücke? Auf der Brücke? Jetzt eine Banze. So, Jake ist da. Rihanna ist da, so. Rihanna, rede mit uns. Contract just came in, Commander. But before I get to that, I've been digging for more information on the mercenary group that came after. Ich kann nicht. Black Inferno. Ihr hört das nicht? Are a very ja. Nasty piece wow. Of work. Not that we didn't already know that. Okay. By every account, they operate without regard to civilian rights and protection, raiding and pillaging at will, more like pirates than mercenaries. Unsere Erzfeinde, das schwarze Inferno, benimmt sich wie Piraten. Mercenary review boards records from time to time, but not with enough frequency to justify their size, wealth or sheer power. It also makes tracking their movements extremely difficult. I'll keep searching. Sie tauchen auch nicht in der Söldner Prüfungskommission auf. Spears said he'll do the same. Good. We all want our pound of flesh from these bastards. So, what about this new contract? Yeah, could be interesting. Seems a group of indentured employees, part of the Apex Mining Syndicate, are being taken advantage of. And are suffering under horrendous working conditions. In an attempt to force the syndicate to the bargaining table, the workers want us to inflict some serious damage on two of the syndicate's more critical mining installations. They believe the only language these people understand is the almighty Seabill. It's hard to argue with that logic. Sounds like a noble cause. Maybe. Wir sollen unterdrückte Minenarbeiter unterstützen. I've filed the mission briefing already. You just need to sign off on the operation and get us where we need to go. Copy that. So, darf ich jetzt wieder?
Es gibt hier eine Quest, Nobles Unterfangen. Das wäre die Quest. Das ist jetzt die Hauptquest, aber... Nö, wir können reisen. Dann Industriegebiet. Merkwürdig manchmal. Ich würde auch gerne das Raumschiff mal einfärben. Nein, Panzer und Flugzeuge gibt's nicht. So, wir könnten neue Piloten kaufen, wenn wir das wollen. Hier gibt's einen mit Raketen 7. Hier hätten wir Energie 3 von 7 und Raketen 1 von 6. Okay. Mechmarkt. Ein Firestarter, ein Locust und ein Locust. Wow. Ich meine, der Firestarter ist nett. Aber der braucht halt auch nochmal ein bisschen Liebe, weil... Er ist halt ein bisschen arg im Arsch. Wie schnell ist denn der maximal? Kann man das da irgendwo sehen? 97,2. Okay, der hat 6 Laser und 2 Projektilwaffen? Korrekt. Das klingt jetzt wirklich nicht so schlecht. Und eine Panzerung von 175 ungefähr. Mhm. Wenn du sagst, du willst ihn ausprobieren, dann kaufe ich ihn. Wenn du sagst, lieber nicht, dann lass ich's. Dein Call. Na, da wird's Geld lieber aufheben für den nächstgrößeren. Okay. Die werden halt nochmal eine Ecke mehr kosten, ne? Also, das gehe ich auch von aus, dass wir mittlere Max erstmal noch knicken können. Und den einzigen, den wir halt haben, der Centurion, ist mit seinen 50 Tonnen. Ich meine, der Centurion im Markt, wenn ich meinen jetzt verkaufen würde, würde fast 2 Millionen bringen. Es, ja, so ungefähr. Ne, mal 4 oder selbst wenn es ungefähr dasselbe ist oder mal 2 oder sowas, dann sind das halt irgendwas zwischen 4 und 6 Millionen, die wir momentan hätten. Aber wie gesagt, ist eine Überlegung. Der wäre jetzt halt da. Gesamtpanzerung 176, Gesamtstruktur 125, Waffenschaden 21, was auch immer. Höchstgeschwindigkeit sind 97. Du möchtest mir unbedingt das Ding kaufen, oder? Was heißt unbedingt? Aber es ist halt eine Option. Die lasse ich halt einfach so im Raum stehen. Das ist halt deine Entscheidung. Da will ich mich nicht einmischen. Aber ich sage halt, ich wäre bereit, dir das Ding zu kaufen. Oh, hier gibt es ein LSR 15 mit Stufe 2. Es wäre auch schön, wenn das hier drin stehen würde. Das ist halt so ein bisschen... Tut's doch. Größe groß und direkt unter dem Namen. Größe Hersteller groß. Pauli. Größe groß. Ja, aber wie viel ist groß in Slots? 4. 1, 2, 4. Echt? Also klein ist 1, mittel sind 2 und groß ist 4? Würde ich jetzt mal von ausgeben. Hast du... Ja. Aber es geht darum, dass bei den Waffen, was da dran steht im Text. Der Flammenwerfer ist Größe klein. Der leichte Laser, der Medium Laser sind auch. Der Medium Laser ist Größe mittel. Ja, okay, dann hast du aber recht, das passt da nicht. Die sind beide 1 Slot groß tatsächlich. Wahrscheinlich wird es irgendwie eine Mischung aus Gewicht und irgendwas anderem sein. Nein, eine PPK ist Größe groß und Gewicht 7 Tonnen. Das wird wahrscheinlich mehr als 1 Slot brauchen. Wahrscheinlich 2 oder 4. Warum sind wir hier hingeflogen? Wegen dem Mac-Markt, oder? Wir kriegen hier 10% auf alle Einkäufe. Wo wollen wir hin?
Haynesville, da ist eine Kantine. Da kriegen wir auch 10% auf alles, weil wir mit denen... Ja, ja, ist es. Also hier jedes System ist ein Magma. Haynesville, Diebol, Pajarito, Kennard, Melligan. Dann gehe ich zu Haynesville. Gucken wir doch einfach mal. Bei Battletech gab es wenigstens auch ab und zu andere Animationen. So, schauen wir doch mal. Mac-Markt. Wow. Hier gibt es einen Locus und einen Urban Mac. Nee, nee, das sind hier unsere. Beim Waffenmarkt sieht es ungefähr gleich aus. Oh, hier ist eine PPK mit Stufe 1. Naja, ich weiß. Wo ist denn der Unterschied eigentlich? Ach, Feuerrate. Feuerrate, Wärme, Reichweite. Ach du Scheiße, die sind ja in allen Belangen besser. Okay. Brauchen wir noch Munition? Brauchen wir noch Munition? Haben die auch mit einem Stern? Schade. Eine AK-20 wäre schon ganz geil. Ja, yeah, ich weiß. Und das dann halt in Burst? Ja. Wo ist denn der... Lichtschaden, Wärme, Max. Wieso hat das zwei Projektilgeschwindigkeiten? Burst Fire. Sehe ich nicht. Hm. Ach, das wird... Nee, Streuung. 4,8 Meter bei 350 Metern. Oder sowas. Keine Ahnung. Das wäre schon... Könnte man sich drüber nachdenken. Gut. Hier war eine Niete. Wollen wir nochmal ein System weiter? Welches? Kennard, Pajarito, Diebol, Milligan, Bayon? Ist mir egal. Okay. Dann gehen wir nach Kennard. Nimm Kennard. Das ist ein NPC-Charakter aus einer recht guten Fantasy-Geschichte gewesen. Übrigens, Jack, wenn du die Animation nicht sehen möchtest, musst du nur vor dem Sprung im Battle-Mac-Menü sein. Ja, siehst du diese Animation meistens nicht. Nö. Hier ist auch nur Scheiß zum Kaufen. Wobei, hier ist ein Vulkan, 40 Tonnen Mac. Was hat der? Fünf Laser, ein Projektil. Kostet aber 3,5 Millionen fast. Naja, aber es wäre ein neuer 40 Tonnen Mac. Ja. Mit 5 Lasern. Wie schnell ist der? Ich kann es nicht lesen. Geschwindigkeit 97,2. Das klingt nicht schlecht. Panzerung hätte der 210. Sprungdüsen hat er. Hat der jetzige auch, ja. Ja, die könnte man aber rausnehmen und Panzerung reinsetzen. Ja, oder Munition. Oder ja, also, es klingt schon gut, halt eben 6 Waffen insgesamt ist besser als 4, ne? Richtig. Also, das stimmt schon, aber der ist dazu halt eben noch ein bisschen schwerer. Also passt noch ein bisschen mehr rein. Richtig. Aber ich hätte gerne einen Raketenwerfer. Ich will auch einen haben. Du willst Raketenwerfer haben. Meine hat 50, ne? Ja. Ja, und ich benutze Projektilwaffen. Ich werde hier wahrscheinlich keine große reinkriegen. Ich meine, wir können trotzdem, ja, sind halt eben 3,5 Millionen, ne? Aber trotzdem, Den, ich mein, nehmen, es wäre den anderen Werde kann dann verkauft werden, so gesehen, oder was auch immer. Den würde ich erstmal. Entweder so, ja, oder ich so. Würde den erstmal als Notfall, Rückfall ja. behalten. Jo, also kaufen? Nicht schaden. Jo, von mir aus gerne. Okay. Ich meine, wir können hier nochmal auf Mac-Info, bla bla bla, da hat man hier nochmal ein bisschen Background.
Ja, das ist... Der Vulkan ist zumindest sehr mobil und weist eine schmale Silhouette auf, die ihm den Spitznamen Vogelscheuch eingebracht hat. Okay. Also, laut Lore, seine Bewaffnung und Rüstung sind für den Kampf gegen die Infanterie ausgelegt und dort auch wirksam, aber dadurch ist er schwach gegen andere Mechs seiner Größe. Mhm. Der Einfall der Sternenbund-Verteidigungsstreitkräfte in die von der Republik der Randwelten besetzten terranische Hegemonie erforderte einen wirkungsvollen Anti-Infanterie-Mech. Bittere Nahkämpfe auf den Straßen der Stadt führten dazu, dass die Liga Mechs an die Infanterie der Republik verlor. Der SBVS schickte sofort Anfragen nach einem neuen Mech an verschiedene Hersteller aus, die ihr Problem lösen sollten. 2777 kam die Antwort von Martha Techno mit dem Vulkan. Seine Bewaffnung und Rüstung sind für den Kampf gegen die Infanterie ausgelegt und dort auch wirksam, aber dadurch ist er schwach gegen andere Mechs seiner Größe. Der Vulkan ist zumindest sehr mobil und weist eine schmale Silhouette auf, die ihm den Spitznamen Vogelscheuche beigebracht hat. Na, der hier hat einen Flamer, vier mittlere Kurzsalvenlaser, die kann man ja, ja austauschen, gut, Maschinengewehr, genau, so ausrüsten. Sprungdüsen etc. Ich kaufe den jetzt einfach mal. Ja. Bam, bist du sicher? Fehlt. Richtig. Ja. So. So, und dann gucken wir doch mal in die Ausstattung. In den Hangar. So. Da geht doch einiges. Ich nehme es. Ich nehme mal das Maschinengewehr raus. Das benutzt er ja wahrscheinlich eh nicht, ne? Ja, da ist ein kleiner Slot. Soll ich mal alle Waffen rausnehmen? Dann sehen wir, wie groß die Slots sind. Ich bin gerade schon dabei. Ach so, du fummelst schon drin rum. Ja. Warte, ich muss ja einfach nicht bestätigen. Mittlere Slots für Energie. L sind... Ach, leichte Laser. Das sind mittlere Laser. Okay. Haben wir davon drei Stück. Ja. Ja, diese, ich sag mal, asynchrone Verteilung ist halt doof, ne? Ich meine, kannst du ja einen Panzer reinpacken, das ist ja... Ja, das also ist... ich würde jetzt auf 3M Laser 2 Flamer kommen. Ohne Probleme. Du könntest doch auf 4M Laser kommen. Ja, aber die Flammenwerfer sind ja nicht ganz verkehrt gewesen. Wo willst du denn den zweiten Flammenwerfer einbauen? In den rechten Arm und dann in den rechten Torso. Rechten... Ach so. Was ich verrückt finde, ich kann keine ballistische Waffe einsetzen, weil wir haben keine anscheinend. Das stimmt. Was willst du haben? Kaufen könnten wir ein Maschinengewehr Stufe 2. Wir könnten eine AK-2 kaufen. Würde eine AK-2 da reinpassen? Ja. Dann wäre das ganz cool. Rein. Du kannst auch eine AK-2 Burstfire haben, aber AK-2 wäre halt mit einem Stern. Burstfire wäre ohne. Burstfire war nacheinander, glaube ich, ne? Burstfire wäre eine Salve. Die schießt dann halt so drei oder vier Schuss direkt in einer Dat. Ja, genau, das andere wie, feuert immer nur die, einmal, oder das wie? Ist, ja. Einmal okay. Kapau. Dann ist das Einzelne, glaube ich, besser, weil da kannst du besser mit zielen dann auf die Entfernung. Richtig, wenn du die auf Entfernung benutzt, ist die Einzelne besser. Wenn du sie im Nahkampf benutzen willst, ist Burstfire nicht schlecht. Genau, dann würde ich aber die anderen, also die auf Reichweite nehmen. Okay, gut, dann kaufe ich die. So, ja. ich gehe die eben kaufen. Munitionspäckchen bräuchte es noch dafür. AK-2 hast du gesagt, die mit Sternchen, ne? Ja, musst du da jetzt das Menü für wechseln? Ich mache es, damit ich sie nicht aus Versehen einbaue oder sonstiges. So, gekauft habe ich sie und Munition. Und passende Munition, genau. Ich kaufe gleich zwei, weil auf einem Bein kann man nicht stehen. Ja. Richtig. Außerdem sind da 200 Schuss drin. Soll ich noch mehr kaufen? Weil die Dinger kosten nichts. Für die Munition? Nee, ja. Braucht glaube ich erstmal nicht, oder?
Ich weiß ja nicht, wo ist die drin? Im Arm, ne? Okay, das Ganze hat jetzt allerdings ein Problem. Es wird noch genügend Platz drin für 16 Punkte Panzerung. Da muss irgendwas raus. Ja, ja. LR im Stern? Was ist. Ach so! Ach so, du meinst hier mit Stufe 1, 2, 3 und so. Also eine plus 1. Wobei, lass uns einfach auf Plus und dann die Zahl einigen, dann. Ich kann die Sprungdüsen ausbauen, glaube ich. Was hast du für ein LRM? Ein Fünfer? Ein Fünfer mit Stern. Negativ. Stern habe ich bei 20, bei 15 und bei 10. Ich. Kurzstrecken 6er hätte ich noch anzubieten mit Stern. Gibt es die auch mit Gelenk? Was? Nee, dann habe ich keinen LSR mit Stern. Ja, was ist die Flamme? Also Ausrüstung ist so scheiße billig, das interessiert nicht. Also ganz im Ernst. Selbst die sind nicht so teuer. Ich habe jetzt die Flammenwerfer erstmal ausgebaut und stattdessen dann 4 M-Laser und die AK eingebaut. Und dann habe ich jetzt wieder 144 Panzerung zumindest. Ach so, du hattest insgesamt nur 97 Panzerung oder was? Nein, insgesamt 16. Ach du Scheiße, ich dachte in dem Gebiet. Nein, insgesamt. Das ist ein bisschen wenig, 16. Ja, deswegen habe ich die Flammenwerfer ausgebaut und die Sprungdüsen auch. Wo ist deiner da? Den musst du auf jeden Fall nur einfärben. Ja, den muss ich vor allem erstmal fertig machen. Ich lasse das erst mit der Arbeit beginnen, glaube ich. Ne? Also. Warte mal, die Munition kann doch ins Bein rein, oder nicht? Akro, danke für dein Prime-Abo. 11 Monate schon. Hallo. Wenn die Beine wechseln, ist es sowieso meistens vorbei, oder nicht? Hast du. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ein bisschen hässlich ist der schon. Ja, weil er kaputt ist. Nein, auch heile. Das. Ich meine, komm mal her und guck dir den an. Ist doch gar nicht heile. Ist doch kaputt. Ja, der eine Arm fehlt halt noch, aber der, glaubst du, der macht den hübscher oder was? Ja. Du hast einen Fünfer, ne? Ach, wie geil. Du siehst das sogar. Das finde ich ja cool. Das hat was. Okay, das finde ich cool. Ich kann auch sehen, wie doll kaputt der ist hier auf dem Monitor. Finde ich cool. Also, da, ich finde die Liebe zum Detail hier in dem MacBay finde ich großartig. Ich wünschte halt immer noch, ich könnte mich zum Cockpit fahren lassen und da einsteigen. Einfach weil ich es kann, weißt du? Als Option zum Missionsstart. Ahoi, Pinguin-Mutti. Ja, ich will mich mal reinsetzen und ein paar Knöpfe drücken, weißt du? Damit ich mich schon mal mit dem. Oh, wie hieß das? Ja, der ist ein Kopf größer als meiner. Also wenn ich hier die Finnen nicht mitberechne. Also der von 40 Tonnen. Also das ist wahrscheinlich 35 bis 35 sind, glaube ich, die leichte. Das ist ein mittlerer. Deiner ist gerade noch so ein leichter. Das ist gerade so ein mittlerer. Glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann ich das irgendwo nachsehen? Boah.
Wo habe ich denn eine Enzyklopädie? Ich habe hier Operationen. Ich habe Kaserne, ich habe Mac-Markt. Warte mal, sagt er mir das? Steht leider nicht, ob das ein mittlerer ist. Wenn du Tab drückst, oben links ist ein Fragezeichen, falls du das meinst. Da ist ein Codex drin. Pilotenverwaltung, Mac-Labor. So, aber ich würde jetzt trotzdem ganz gerne langsam Feierabend machen. Ja. Ich würde schon mal ausloggen. Kannst du noch weiter gucken dann? Und dann sage ich mal gute Nacht. Gute Nacht, Trigon. Und ja, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Dann speichere ich schon mal. Dann muss er schnell ins Bett. Dann nehmen wir den noch. Hacker Multiplayer Stream. Dann wissen wir, welcher Speicherstand das ist. Wie viel haben wir es denn? 11 haben wir schon. Oha. Ich hätte jetzt halt irgendwie versucht, nochmal die Enzyklopädie zu finden, aber ich finde sie einfach nicht. Ich bin zu blöd dafür. Weil das würde mich noch. Ich habe gespeichert, ja. Das würde mich nämlich noch interessieren, dass wir einfach mal nachgucken können. Unter Battlemax vielleicht? Mac-Kühllagerung? Nein. Waffengruppen? Zu Hause? Nein. Zu Hause ist das auch. Ach so, Home. Och, Leute. Das Schlimmste ist, die Firma, die das gemacht hat, ist eine Deutsche. Der hat es offensichtlich nicht übersetzt. Och, Leute, das muss doch nicht sein. Wow, Gehaltsabrechnung kostet 161.000. Wir haben fast 5 Millionen, obwohl wir uns gerade einen Mac gekauft haben. Interstellares News-Netzwerk. Nö, ich find's nicht. Ich bin zu blöde dazu. Vielleicht. Ach ne, die Konsole ist auch nur Hauptmenü. Die vielleicht im eigenen Zimmer oder so? Kaserne? Nö. Hatten wir nicht einen Walters schon? Dachten wir irgendwas. Hm. Da? Errungenschaften, Stats? Da sehen wir zumindest Battlemax. Nee, Piloten, Geldmittel. Datenbank! Ich hab sie gefunden. Es ist super umständlich, aber es geht. Warte, du gehst auf Operationen? Nee, warte. Wo war das denn? Warte. Ach ja, Operationen und dann hast du noch so kleinere Tabs. Du bist automatisch in Karriere. Wenn du bei Stats bist, dann auf Datenbank, da kommst du dann hin. Name. Jetzt gucken wir doch mal. Vulkan. Was ist denn das? Was ist der Unterschied zwischen einem 2T und einem 5T? Naja, ich gucke halt gerade. Ach so, der 2T hat 2 Projektil, 2 Laser und der 5T hat 1 Projektil, 5 Laser. Hallo Big Boy Grim. Okay, aber wo steht, was für eine Größenkategorie der ist? Das steht hier nicht. Richtig. Wir haben eine Shadowhawk platt gemacht? Oh. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Panther suchen, dann... Und dann auch den mit der PPK finden. Ich meine, wir haben ja sowieso gerade Stress mit dem Haus Kuritas. Ja, den Locust gibt's überall. Ja, Dom, danke für den Follow. Mit Jenna finde ich noch am besten. Also von der Größenkategorie. Ein Griffin, da würde ich auch nicht nein sagen. Also...
Einen Griffin würde ich auch noch nehmen. Da der Griffin, den ich wohl bekämpft habe, oder weiß der Geier was, der hat eine PPK und eine LSR 10. Sonst nichts. Der ist ein bisschen scheiße. Kein Wunder, dass der tot ist. Ja, komm. Zwei Waffen sind halt... Ja. Ja, der Centurion ist noch mit am... Also ich weiß, der Centurion ist ein mittlerer. Der Blackjack ist, glaube ich, auch ein mittlerer und der ist bei 45 Tonnen. Es kann auch sein, dass leicht bis 40 ging. Ich guck mal. Mit Größenklassen. Wird es da irgendwo geben. Vielleicht so. So. V. Vulcan. Vulcan ist ein Medium Battle Mech. Mit 40. Laut Mechworld. Kann ich hier nach Gewicht suchen? Light Battle Mechs. So, gucken wir doch mal. Leichte gehen bis 35. Also ab 40 sind mittlere. Wusste ich's doch. Ja, ab 40. 40 fangen die mittleren an. Und die gehen rauf bis 55, glaube ich. Und ja, ab 60 fangen die Heavy an. Und dann gibt's noch die Assault. Die fangen bei 80, glaube ich, an. Auch wieder was. Siehst du, wusste ich doch, das Internet hilft uns. Ja. Also was hatten wir jetzt? Der Vulcan ist ein mittlerer. Bei 40 Tonnen. Oh, ich habe hier einen Vindicator. Mittlerer Laser, Large Laser und eine PPK. Und ein LSR-5er. Also, da würde ich auch nicht nein sagen. Warum hat der Vulcan so ein komisches Icon dran? Ach! Weil das Heroes of the Inner Sphere ist. Ja, okay. Den gäbe es sonst nicht, wenn wir den DLC nicht hätten. Deswegen nochmal danke, Piranha, für den Key. So. Hashtag Ad. Oder so. Den Hunchback habe ich gar nicht. Ach du Schande. Qui-Gon hat seinen Mech angemalt. Nein. Der bitte nicht stören, wird noch repariert. Der sieht aus wie ein Warndingens. Ist rot-gelb gestreift. Police Line, do not cross. Gut, aber damit haben wir jetzt rumgespielt. Das ist Mech Warrior 5. Wir werden das jetzt erstmal bis auf weiteres Dienstags spielen. Mit der bekannten Crew, also mit dem Qui-Gon und dem Silent Jake zusammen. Und werden noch ein bisschen weiter rumstampfen und Sachen in Schutt und Asche legen und Sachen in die Luft jagen. Und genau, bis wir entweder keine Lust mehr haben oder die Story durchhaben. Je nachdem, was eher kommt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man auf Battletech und ähnliches steht. Auf riesige Roboter-Kriegsmaschinen, die Battlemechs genannt werden. So, aber wir haben es jetzt 11:30 fast. Deswegen machen wir für heute erstmal Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis denn. Haut rein. Tschüss.